Sendung gehen. Komm ran. Jan. Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream. Hoffentlich. Ich weiß es noch nicht. Oh ja, da tut sich was. Ja, wieder nur auf YouTube. Schade. Na gut, es war ein Versuch wert. Die auf YouTube gucken, ne, ich habe mein ganzes Layout mal ein bisschen aufgeräumt. Der ganze unnötige Scheiß da. Einfach ganz simpel mit Relaxo-Rahmen und meinem Instagram-Namen und Dings. Das muss ich mir jetzt angucken. Steffen, ich hab's dir doch gerade beschrieben. Außerdem hast du das doch auf Twitch gesehen. Ich hab's mir nicht angeguckt, ich hab nur ja, warum denn? Gesehen. Da ist der ganze Schiss fort, okay, einfach nur Relaxo-Rahmen und... So, gleich mal ein Like da lassen. Gleich ein Like mal da lassen, Jan, wenn du schon Hallo mal da Jan. Bist. Guten Tag. Ich hab mal ein Like da gelassen. Cool. Ich will nämlich nicht mit dem da alleine spielen, das brauche ich nicht. Aber ist ja noch keiner online. Miss Lotte ist online. Hey. Alles klar, Lotte. Ja, die kommt aber ja, später. Ja, die ist aber schon online. Was macht die denn? Die ist online, also soll sie kommen. So. Hier, Passi Astro Boy. Batsch eingeladen. Fertig. Ja klar, wartet halt nur. Wir warten. Gut, der Steffen, der streamt 3 Stunden. Mehr nicht, auf keinen Fall. Das. Nee. So, deswegen lass dir nicht zu lange Zeit, ne? Ja. Bla, 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 hast du auch selber gesagt. Ja hab ich auch. Also nichts bla, 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 das ist so. Ja, komm, erzähl nicht. Wie erzähl ich? Das ist doch so. Erzähl was anderes. Das ist hier kein langweilig. Ihr könnt ja mal raten, warum wir den Titel gewählt haben, den wir gewählt haben. Oh, da kommt doch keiner drauf. Also, vielleicht kommt keiner drauf. Ach, Steffen. Ist schon nicht einfach, ne? Warte mal, ich stell dich mal ein bisschen so. Gib mir jetzt die Kante hier und dann kann ich euch auf Toilette rennen. So, ich hoffe mal, dass man den Steffen und mich einigermaßen hört. Obwohl, ich bin schon ewig online, aber mein PC streikt gerade und ich wollte ein paar Mods für Sims 4 runterladen. Das kannst du immer noch, aber wir streamen jetzt. Und außerdem, ja, brauchst du kein Sims-Update-Pack, was auch immer, für GTA. Und Computer brauchst du auch nicht. Ich wäre nicht traurig, wenn ich einfach mal mehr Ruhe hab und nur mit Steffen mich rumärgern muss. Im TS. Deswegen brauchst du gar keinen Computer an für sich. Wir können auch über Partey quatschen. Also ich kann's. Ist ja schön, was du alles kannst. Carsten, ist dir bei mir schon was aufgefallen? Du hast einen lackierten Kopf. Ja, bei der Figur, ja. Ich meine, in meinem Livestream. Wie soll mir denn was auffallen, wenn ich deinen Stream nicht guck? Kann ja sein, dass du reinguckst, das weiß ich doch nicht. Natürlich habe ich nicht reingeguckt. Wer ist ein Swag-Boss? Ach, man sieht meinen Hals wieder besser. Oh je. Na dann. Hast du die Haare wenigstens irgendwie wegen gespendet? Jan braucht Nein, noch eine aber, Einladung. Aber heute, was? Doch, brauche PC für Sims. Ich wollte gerade nicht mitreden. Ja, nee, ich meine ja, also erstmal brauchst du ja jetzt kein Sims Mod, das kannst du auch später machen. Und zweites Mal brauchst du auch so keinen Computer für und so. Und komm einfach rein. So. Kann ihn nicht einladen. Ricky! Hallo! Hier, Knobelnase wird mal eingeladen. Hey Ricky, spielst du mit? Der war gut, ey. Ja. So, jetzt hat er ein bisschen eine Einladung. Zumindest kommt es eine Einladung. Sollen wir mal hier die einladen, ne? Oh, geht ja gar nicht. Ich kann gar nicht X drücken. Weil Sitzung gestartet wird, oder? Nee. Schade. Nein. Okay, komme, überredet. Was ist los? Da hast du mir gerade ein bisschen Angst gemacht, dass die Sitzung gestartet wird. So, wir wollten es einladen. Keinen. Alles gut. Guck mal, die kann ich alle einladen, aber irgendwo hier ist dann Ende. Die sind alle. Ja. Die darf ich alle nicht einladen.
Ja klar, ich kaufe mir nur schnell eine PS4. Alles klar, mach das. Einfach hier Amazon Prime oder so oder nee, das ist das Video, ne? Irgendwie hier Direktlieferung oder ne? So, also halt eine Einladung, Jan. Dann musst du nur annehmen. Siehste? Oder du trittst einfach mir bei. Ich bin ja online, ne? Und dann kannst du einfach so, ne? Und Ricky, alles fit im Schritt. Ich lass mal ein Minütchen. Swag Boss Jorts, wer ist denn das? Der ist schon 10 Minuten drin, Steffen. Nee, wir sind. Oh, hinter mir jetzt 10 Minuten. Bei mir ist immer Lalülala hinten, wenn ich streame. Sonst auch, aber irgendwie. Schön. Ricky, das war jetzt. Das war jetzt die Party, das Partylicht. Ihr seid in einer Einladesitzung. Och, das ist der Steffen wieder. Ey, der Steffen, das habe ich eben schon bei dem bemängelt. Ich habe ihm noch eine Einladung geschickt. Was will er denn? Ich kann doch nicht mehr machen als Einladung. Wieso? Ich kann dir nicht beitreten. Das ist eine private. Ich brauche deine Einladung. Dann wird gejammert von dem. Deswegen hat er eine Anfrage. Gut, vielleicht hat er bei dir was angenommen. Das kann natürlich sein. Wofür schminkst du dich denn, Ricky? Doch nicht etwa für uns? Sehen wir eh nicht. Hast du gleich noch was vor? Gibt's ja wohl nicht. Ich dachte, du bleibst jetzt hier. Naja. Na dann. So. Also, ich meine, Lotte. Andere Typ ist auch reingekommen hier. Swag Lotte braucht mal. Ja, wie kommt der eigentlich hier rein? Wer hat den eingeladen? Ja. Ja. So. Ne? Und Jan kann nicht. Mach dich mal online, Jan. Dann kann ich dich auch einladen. Bei mir ist er online. Bei mir nicht, ich sehe ihn nicht. Geil. Geil, wie es läuft. Da heißt doch Jan Kamm. Ja. Sehe ihn nicht. Der ist bei mir gleich an sechster Stelle. Nee, oder seht ihr ihn? Grad. Ich schminke mich aus Langeweile. Na, zum Glück hast du jetzt keine Langeweile mehr, weil wir es. Er ist auch in der Maus-Dingens. Gut, ich meine, du, guck mal, Miss Lotte tritt bei. Also du hast noch Langeweile, weil wir gerade hier erstmal die ganzen Leute zusammensuchen wollen. Aber... Der Jan, nee, das wird nix. Wer hat Geburtstag? Tja, momentan noch keiner. Ja, das ist wohl wahr. Laden wir den noch ein. Pasi Astro Boy lade ich nochmal ein. Guten Tag, koreanische Buchstaben, wie geht's? Bin eigentlich ongestellt. Ja, ich sehe dich nicht und der Steffen, der hat dir wohl schon 50 Einladungen geschickt. Aber du kannst auch gerne starten und dann guckt der Jan mal, was er da macht. Ja, ich lasse jetzt einfach die letzten Sekunden jetzt ablaufen. Okay. Danke, Herrn Wo geht es auch ganz gut. Guck mal, ich habe aufgeräumt, siehst du das? Nee, Moment. Hier, in der Richtung. Siehst du das? Jetzt weißt du, warum manche Leute die Kameras gespiegelt haben. Dann zeigen sie mir auch dahin, wo sie hinzeigen. Schön. Jerry Mäuschen ist auch da. Hey, der Steffen, der hat eine dreckige Spielliste. Wahrscheinlich wieder so hier Level Asian und Parkour und der ganze Schiss. Machst du mit? Ja, die erste ist eine Parkour, in der Tat. Ich hasse das, ey. Wenn der sagt, hey, ich habe eine Spielliste, da habe ich. Ich hatte schon wirklich keinen Bock mehr, ne, eigentlich. Aber gut. So. Schwarz, Silber, Rot. Sonnenuntergangsrot. Da hammert. Hast du gut gemacht, Carsti? Ja, ne? Da ist nicht so viel Kram. Bei mir kam keine Einladung an. Krimskrams. Ne? Scheiße, ne? Ja, bei mir schon eingeladen. Leben ist hat. Kannst zurückspulen. Fortfahren. Bereit zum Spielen. Na, auf dich haben wir gewartet. So. Ach, schön. Sehr sauber. Schön zu sehen, dass du motiviert warst und dann noch so stolz und motivierst zeigst, wie du aufgeräumt hast. Ja. Das waren ja ein paar Mausklicks. Was ist denn das hier? Kein Kontakt oder was? Ihr Noobs. Ha, ihr seid einfach scheiße. Ich bin auch scheiße. Guck mal an. Aber ich habe es weiter geschafft als ihr. Also bin ich nicht so scheiße wie ihr. Was? Ist runtergefallen oder nicht? Ja. Hab schon was gesagt, ich bin auch wieder runtergefallen. Lol. Whee! Aber ich meine, das sieht ja erstmal machbar aus. Es sah einfach aus.
Das sieht ja erstmal machbar aus, noch. Das ist ja noch kein Problem. Oh Gott, ich bin wieder runtergefallen, glaubst du es? Das sah so einfach aus. Yay. Ich will da schnell drüber. Oh fuck, ich bin nicht mal auf erste Plattform gekommen. Ich will da eigentlich recht schnell drüber, dass ich den Schwung nicht verliere, weißt du? Aber... Ricky, wenn du Lust hast, dann kannst du uns auch... Och nö, gerade wo ich auf dem letzten war. Wenn du Lust hast, dann kannst du uns auch gerne hier von der Spielliste befreien und dir irgendein Spiel wünschen, was wir machen sollen. Weißt du, hier so Zoom oder so. Das wäre richtig cool, wenn du sagen könntest hier, ja, ich möchte aber Zoom sehen. Muss ich jetzt warten, bis die Spielliste fertig ist? Nö, du kannst doch so beitreten, eigentlich. Dann hast du nur leider... Nachteil, weil du das erste Rennen nicht mitgemacht hast. Wie weniger Nachteil? Wie weniger Nachteil? Nicht weniger Nachteil. Er hat einen Nachteil. Hab ich nicht gesagt. Weniger Nachteil? Niemand hat niemand gehört, falls ich das gesagt habe. Was? Das haben schon zwei Leute geschafft? Fies. So, und nu? Was jetzt? Boah. Ja, Steffen, und jetzt? Ah, nee. Mal gucken, ob das hier funktioniert. Nee, fuck. Ich will Sumo. Ricky will Sumo. Steffen. Ja. Können wir alles machen. Nee, können wir nicht machen, fuck. Weil du nur 3 Stunden kannst. Also. Ach, hör doch auf zu. Ja, und wenn hier der Scheiß hier ein Rennen schon eine Stunde dauert. Hier. Können wir danach gleich Deadline machen. Komm, Gleits, ja, bestimmt. Vor allem mit dem Auto hier. Was ist da dann hier? Boost oder? Och! Arschloch. Passi, hallo. Gucke mal, was kommen denn jetzt hier die ganzen Leute? Auf einmal. Weißt du, sonst nicht, aber auf einmal hier. Was ein Scheiß, sagt Lotte. Tja. Wieso bin ich dein Erster? Achso, weil ich am nächsten an dem Dinge bin, aber. Eigentlich nicht am nächsten an der Strecke. Auf der Strecke. Am weitesten auf der Strecke. Hat das einer kapiert? Hoffen. Falls nicht, dann kann ich auch nichts ändern. Da fliegt jemand, Pinkes. Warst du das? Nö, pink war ich nicht. Ich hab rot. Ich fahr jetzt gerade wieder los hier von unten. Noch ein Stück. Ich will jemand weiter nach oben gucken, wenn ich nach oben fahre, aber geht ja nicht. Ui, bisschen unkonventionell, aber Hauptsache Jerry, es klappt. Grüß dich. Oh, was geht, geht, ja, geht, siehst du doch. Was fährt der denn hier grün hoch? Wusste das? Grün hoch? Wieso grün hoch? Ja, da fährt einer das grüne Ding hier hoch. Ich denke mal, man muss rot wieder hoch, oder nicht? Oh, Alter. Guck, wie ich hier hänge. Also Lotte gefällt's. Sehr gut, Steffen. Hast du gut gemacht. Okay. Geil. Hui. Komm, ja, noch ein Stück. Noch ein Stück. Oh fuck. Nee. So, der Passi darf auch gleich mitspielen und dann spielen wir alle mit. Ja, das ist richtig, Jerry. Oh. Geht es? Kommst du klar? Nee, gerade noch nicht, aber also ich finde das eigentlich ganz geil momentan noch, weil das noch machbar ist. Ja, es wird eigentlich immer einfacher. Kannst dich beitreten, ja. Hab ich gerade schon gehört. Du kommst nach der Runde hier eine Einladung. Das ist selber schuld. Das ist selber schuld. Also ich wollte nur, dass es schneller lädt in Online-Modus. Ja, wunderbar. Gott. Was ist da dann hier? Das ist sehr gut gemacht. Schneller geladen, aber dafür kann keine Sau kommen. Sehr gut, Steffen. Du bist mein großer Held. Oh! Wow! Geht it? Geht's dir gut? Was hab ich da gerade für Drehungen gemacht? Ich muss eben etwas vorbereiten, bin sofort wieder da. Vorbereiten? Für was denn? Scheiße. Fun Fact, der Steffen hat die hier schon mal gespielt. Nee, hab ich nicht. Nicht? Nee. Achso, du hast sie gesehen.
Ja. Aber dennoch, trotzdem, du hast einen Vorteil. Ja, nur weil man es gesehen hat, wie war das mit dem offenen Herzen operieren? Ja, aber du kennst die trotzdem schon. Ja, und? Ja, das, heißt das nicht, ist ein Vorteil gegenüber denen, die das noch nicht... Stell dir mal vor, ja, es gibt jemanden, der eben eine Operation am offenen Herzen schon mal gesehen hat und es gibt jemanden, der das noch nicht gesehen hat, der das aber trotzdem machen soll, der schneidet dann irgendwo am Bauch auf oder was und dann, ja, so, ja. Aber du hast schon mal einen Vorteil. Ja, und jetzt bekomme ich auch bestimmt einen anderen Kontrollpunkt. Vor allem finde ich es ganz geil, dass wir mit der Kiste hier fahren, weil ich die sonst noch nicht einmal berührt habe. Ich fieber mal so mit. Das ist mir aber ein bisschen eng, ja. Das ist jetzt aber ungemütlich. Out. Das ist jetzt aber doof. Komm, gib Gummi! Oh, Schiss. Ach, Jerry, wie geht's denn dir? Kleine Maus. Du nennst den kleine Maus. Und dann kommt er irgendwann ins DS. Hey. Na, hier. Hallo, kleine Maus. Oh, die Kurve ist böse. Die Kurve ist ekelhaft. Was? Da muss ich wieder hier starten? Oh, wieso ist denn die Kugel da, du blöder Pisser? Dieser Swag-Boss, ey. Kaum ist der hier, weißt du? Ah, schön. Habe ich die Kugel wieder richtig gemacht. Ja, so weit auch. Arsch. Ich hasse Menschen. Weiß das eigentlich schon jeder? Vor allem den da, der mir hier ständig im Ohr sitzt. Der hier diese geile Idee hatte mit der Spielliste und ist doch gar nicht sich so schlimm, und sich online gestellt hat, nicht online gestellt hat und jetzt auch keine Sau beitreten kann. Au. Frontal gegen die Kante gehen. Bei dem Kugel da. Was war das denn? Scheiße, war der Blumenbutter eben auch bei der Kugel. Komm, ab. Ey, ich komm da nicht rüber, was ist das? Aber Lotte, so übst du. Ne? Ja, toll. Also das hat nur Vorteile, das hier. So, passiert denn noch was Spannendes? Nee. Gut. Dann durchstarten. Yay! Ich möchte den Kontrollpunkt. Lotte sagt, ich gebe auf. Gerade nachdem ich gesagt habe, hey, das ist eine gute Übung. So schwer ist das eigentlich nicht. Bis jetzt. Nur ein bisschen vorsichtig sein und dann geht das. Wo bist du denn gerade? Bei welcher Stelle? Lass uns dir helfen. Wie schön der Steffen singen kann. Baby. Ach, ich bin ja 2 Kontrollpunkte weg vom Ziel. Wahnsinnsleistung, Carsten. Wahnsinnsleistung. Ja. Weil es auch so viele Kontrollpunkte sind. Ja. Ich bin auch 2 davon weg, stell dir vor. Ja. Das ist schön. Ja, ne? Und bist du nicht willig, dann brauch ich Gewalt. Warte mal, wie war das nochmal? So. Falsche Richtung, fuck. Ich meine, wenn der Steffen Probleme hat, dann kann ich mir vorstellen, dass die Lotte tatsächlich auch Probleme hat. Aber wie gesagt, eigentlich ist das nicht so verkehrt. Ganz am Anfang, dann musst du einfach da über die Eck, ne? Und da ist die Eck und dann so darüber. Eigentlich nicht verkehrt. So, dein Loch nehme ich an. Wunderschön. Oh. Da ist das Ziel. Oh, und so viele schöne Farben. Guck mal, wie Konfetti. Yay. Gerka, wo ist Erster? Ja, siehst du, der sich am meisten über die Liste aufgeregt hat. So. Ja, die Liste ist ja nur lang, ne? So, Leute. So, und jetzt lenken. Bremsen langsam. Komm, ja, komm, bisschen komm.
Komm! Wieso respawnst du denn da? Das war doch in Ordnung! Du bist doch noch gar nicht gefallen! Ui! Vollspeed! So, und jetzt Gas und Bremse gleichzeitig und dann drehen. Ich schau dir doch mal zu. Wo ist er denn? Ganz am Anfang. Ja, ich hab da aber auch ziemlich lange für gebraucht. Oh, mit, wer ist das andere da? Mach mit anderen, hier, wer ist er denn? Ja, Also einer muss leider noch beenden, ne? Ja, einer ist ja bei uns in der Nähe. Also war hinter mir zumindest. Sonst geht das hier noch eine Stunde. So, siehste? Wunderschön. Was haben wir denn hier für lustige Filter? Was war das jetzt? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab nicht hingeguckt. Bam, bam. Ladet mich nachher einfach ein. Ja, das ist so einfach. Das müsste eigentlich ganz normale, meine, wenn ganz normale Rennen so sein. Wenn du das jedes Mal machst, Lotte, dann ist das überhaupt kein, das ist überhaupt kein Problem. Bisschen schneller, bisschen Anlauf oder so, ja. Am besten lenken. Ja. Dann geht das. Gut. Lenken. Wieso schaffst du es zweimal, aber dann am dritten Mal nicht? Das ist genau dasselbe eigentlich. Genau dasselbe. Sie hat es ja sogar eben gerade dreimal geschafft. Genau dasselbe in Schwarz-Weiß ist das hier, ne? Alter, was macht der denn da? Ja, so kann man es auch machen. Oh, das mit Kontakt wäre gemein. Wäre nicht das erste Mal, dass wir sowas machen. Mit Kontakt. Hm, stimmt. Ja, guck mal. Hat sie schon viermal geschafft. Ui. Passi, Astroboy guckt zu. Wieso kann der zugucken, aber der Jan nicht? Ja, das weiß ich doch nicht. Ja, ja, siehste, Lotte. Tada. Passi, Astroboy hat das Spiel verlassen. Okay. Warum kann der das? Nee, andere Richtung. Andere Richtung. Jo, ja, oder Runa. Ich meine, ist die andere Richtung. Du bist ja gerade hochgefahren. Andere, ne? Also Runa wäre ja dann auch die andere Richtung. Ist ja schon korrekt. Ja. Ja. Du meinst aber die andere Richtung. Korrekt, Carsten? Was mache ich? Du meintest die andere Richtung. Also nicht runter. Also das hier ist jetzt tatsächlich... Was? Wieso lenkst du denn da? Einfach rückwärts. Das ist nämlich auch eine so eine Lampe, da kann man Anlauf holen. Ich hasse Vodafone. Ah, verstehe. Alles klar. Yay! 26, 25, 24, 23. Ich wollte gerade gucken, ob er am Ziel ist, aber das geht doch nicht. Countdown läuft, Lotte. Und Romeo AR 2017. Vielleicht ist er erst 2017 erst geboren. Dann könnte man das. Weil es gibt ja mehrere Leute, gut. Es gibt ja mehrere Leute, die da ihr Geburtsdatum in den Namen packen, weißt du? Mhm. Ach, vielleicht, guck mal hier. Vielleicht hat der oder sie ein Kind bekommen 2017, kann ja auch sein. Weiß man's? Nein. Was Steffen, gucken wir mal? Ja? Was fällt dir ein, wenn ich Chico, Chico, Chico Chips sag? Boah, sag bloß, den gibt's auch noch. Hallo? Unter dem Namen Previn Princely. Moin. Guten Tag. Hätte ich noch nicht mal mehr sagen können, den Namen, ehrlich gesagt. Ja, das also ist entweder so. Ist er es oder jetzt jemand, der zufällig den gleichen Namen hat und dann auch zufällig in den Stream gekommen ist und dann zufällig, ne? Ja. Das glaube ich nicht. Wo warst du? Warst du verschollen? Ja, überleg mir, wie lange das schon her ist. Boah. Führst du jetzt ein Einsiedlerleben in den tiefsten Höhlen Sibiriens? Hm, genau, mit Internet. So, was ist das hier? Einfach nur ein ganz normales, schönes, ja? Okay. Ja. Ohne hier Level Asian oder dies und das und... Ja. Tja, so, Schnellstart, tja, meine Freunde. Tja, die werden auch eingeladen. Tja. Ja, passt.
Ich hatte den Ghost-Modus aktiviert, verstehe. Ach so. Prevern Princely, die Organisation Prevern Princely ist, wie sagt man, hat Geistorganisation aktiviert, genau. Ja. Nami, moin ihr Verrückten, wo kommt ihr heute alle her? Das ist schön. Freut mich. Sonst sind so zwei, drei Leute da und jetzt, ne? Wunderbärchen. Wenn ihr alle jetzt bis null bleibt, dann ist das gut. Dann verpasst ihr nichts. Weil nach null passiert was. Wir sollen den Jan einladen. Ich habe gerade einen Einladung geschickt, aber ich konnte ja auch jetzt hier nicht stoppen. Jan kam, da ist er. Einladevorgang. So. Auf wie? Nami, spielst du mit? Ja. Sitzung wird gestartet. Steffen? Ich kann es nicht einstellen. Ich kann nicht aufgeschlossen machen. Ja, keine Ahnung. Normal ist, gut, aber Einladung hast du? Also, kommst du. Nehme ich den Felser? Ne, du nimmst wahrscheinlich den Noob-Wagen hier, ne? Nehme ich den auch. Komme gleich. Oh. Welch Ehre. Chico kommt gleich. Das ist Einladung bitte, sagt Passi. Tja. Tja. Ja, musst du dem Chef sagen. Hey, der Horst. Ich konnte das nicht ändern jetzt. Steffen, merkt dir einfach fürs nächste Mal, ja? Ja, ist in Ordnung. Vergesse ich eh wieder. Keine Sitzung für Spieler mit Einladung, wenn dann nicht alle drin sind. Geschlossene Freundessitzung. Wenn, ja, noch schlimmer. Oh, hör doch mal auf mit dem Piss, ey. Du bist wieder derjenige, der als erstes rumheult, wenn er... Das war ganz passiert. Ehrlich, tatsächlich eigentlich eher aus Versehen. Ja, war ja fast eine gerade Ausfall. Aber ich habe gerade kurz auf den Chat geguckt und auf einmal war ich hinter dir. Nee, tatsächlich, aber ehrlich gesagt, nachdem ich einmal da dran war, da habe ich auch einfach Gas gegeben. Da war es mir auch eigentlich egal. Siehst du. Aber der Kontakt war aus Versehen, ja, aber nachdem der dann entstanden ist, dann das ist die Bestrafung dafür, dass die Leute hier so viel Ärger damit haben, dir beizutreten. Uns beizutreten. Das könnte nämlich alles eigentlich viel einfacher gehen, ne? Grinsi! Hallo! Willst du gleich auch eine Einladung haben? Wir müssen am besten jeden Stream irgendwie Hoch soll sie leben nennen. Oder so ähnlich. Guck mal, der Jan schaut zu. Wo ist sie? Wer soll hochleben? Was ist hier los? Oh. Aber aufholen ist ja an, ne? Jo. Das heißt, jetzt bist du ja wieder da, wo du warst, praktisch. Ja. Es sei dir jetzt verziehen, okay? Dankeschön. Du bist so gnädig, so gütig. Untypisch für deinen Nachnamen. Was? Wieso? Ja, du heißt auch Devil. Nachnamen. Nee. Legend. Das ist ein Doppelname. Achso, okay. Ja, ich habe manchmal gute Tage, habe manchmal schlechte Tage und habe manchmal meine Tage. So. Jetzt ist Chico wohl gekommen. Schön. Schreibt einfach so. Okay, ist es passiert, ja? Freut mich. Ich mag den Pariah nicht, hau ab! Ich meine, der ist so schnell, ne? So wunderbar, ganz geil und so. Aber in Kurven mag ich den nicht. Ich finde halt ziemlich cool. Deswegen fahre ich ihn ja auch. Siehst du, genau das passiert nämlich dann. Hier immer wieder, was dem passiert ist. Hast du dich gedreht oder was? Der vor mir, das war wunderschön zu sehen. So, ich habe nur gesehen, dass hier hinten irgendwas sich auf einmal waren zwei Lichter weg. Ich wusste jetzt nur nicht, wer da wen irgendwie oder was da passiert ist. Hattest du irgendwie deine Front im Spiel vom Auto? Ich habe aber keine pinken Scheinwerfer. Ich bin ein Mann! Ja, was weiß ich, was du hast. Ich weiß, was du nicht hast. Eine Glatze und ein Bart. Das ist wohl korrekt, ja. Siehst du? Ich bin praktisch ein Spiegelbild von dir, also so, ne? Also nicht Spiegelbild, also gespiegelt. Also, weißt du bist oben kahl und ich
unten. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, aber vielleicht nicht die Leute, die gerade zugucken hier. Aua. Achso. Ich hab dich nicht in der FA-Liste. Warum das denn, Chico? Das müssen wir aber nachholen. Ne? Was? Hat er dich etwa mal gelöscht? Nein. Verräter. Kannst mir gleich eine schicken und dann nehme ich sie gerne an. Wir haben doch sogar zusammen mal hier Dingens damals Verstecken gespielt. Wo die Sarah sich die Granate, wo sie Piep machen sollte, die Granate vor die Füße gelegt hat. Hat er dann hier mitgespielt? Die hat sich nicht vor die Füße gelegt, die hat ihn nicht mal losgelassen. Oh, ich hab mich verbremst. Das mache ich schon die ganze Zeit, also kein Problem. Oh, ich mag das Ding nicht. Ich sarte GTA, alles klar, dann bis gleich. Lamilein. Sie sarte? Ich wusste, dass du darauf reagierst. Ignorierst doch einfach. Del Prinzo. Das bist wahrscheinlich du, hä? Chico. 77, aha. Bist du 77 geboren? Gott, nee, ich bin ja 70 sagen. Jahre alt. Dann muss ich ja sie sagen, in beiden Fällen. Gott, ach Gott. Musst du gar nicht. Das ist Respekt, Steffen. Ja. Und hier habe ich keinen Respekt. Wichser. Aber vor anderen, die... Auch nicht, wenn ich gewinne? Was? Und nicht, wenn ich gewinne? Nö. Schade. Weil das hier mit diesem, mit dieser dreckigen Kiste war. Jo, bin Opa geworden. Geil. Glückwunsch. User was moved to your channel. Pazzi? Ja? Ah, wer sonst? Okay. Das heißt, du musst gleich mitsingen, ne? Übrigens. Wer hängt denn da an der Wand? Jerry Mäusen hing da an der Wand, hast gesehen, Steffen? Nö, ich war gerade hier bei Miss Lotte. Ich hab zwar da vorne irgendwas gesehen, hab da ja, pinkes deswegen, Auto. Deswegen, ich bin ja auch bei Lotte und hab's gesehen. Ja, ich hab da jetzt nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt. Natürlich hast du das. Oh. Weil du scheiße bist. Ach, der, doch einfach der Jerry, Maul, ne, immer. Kann man machen, was man will, ob man jetzt Rennen macht oder ne? Der macht einfach irgendeinen Scheiß da hinten. Der fährt die Wände hoch und. Ah, ehrlich. Fahre doch schon mit so Hardstyle Boom. Wer ist das denn? Kenn ich den? So, gefällt mir. Oh, hier, Hardstyle. Ah, Hardstyle. Halt so. Okay, Verzeihung. Was du bist denn? Hardstyle Boom. Ich dachte, ich habe da ehrlich gesagt nicht gesehen, wer da beigetreten ist, wer da noch alles mitspielt. Aber Hardstyle Boom ist tatsächlich einer von uns. Der Grinsi, unter anderem Namen. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid, Hardstyle Boom gleich Grinsi, wunderbar. Boom, 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 boom. Mal so nebenbei, ich brauche ein paar Leute für einen Casino-Raub, sagt Nami. Das hat sie, glaube ich, schon vor 4 Wochen gesagt. Musste mit dem da abklären. Sagte Steffen. So. Ich meine, man kann ja mal aufstoßen oder was, aber so wie das gerade klingt, ne? Wahrscheinlich so hast du den Mund weit aufgerissen. Wieso schickst du mir denn jetzt eine Einladung, Nami? Andersrum. Dödel. Freunde, ich meine, die würde ich auch zu gerne annehmen, die Einladung. Es ist wahrscheinlich besser als... Hey, halt doch einfach jetzt dein Maul und schick doch einfach. Mach doch einfach mal ja, das. Ja, mach ich doch. Oh, jetzt doch. Geht's aber los hier. Oh, wie, was Spielverderber. Geht los? AC. Was geht los? Weil das dann kann euch nicht folgen, sorry. Ja, deswegen hast du ja auch eine Einladung bekommen. Moment. Ach, die gehören zu dir, Jerry. Freundesanfragen. Das heißt aber auch nicht unbedingt, wenn man was Gutes, ne, wenn sie zu dir ja gehören. Akzeptieren, El Prinzo. Okay. Dann haben die Kette angenommen. Ich bin Verderber AC. Machst du bitte keinen Kontakt? Wenn es geht. Was ist denn das hier überhaupt? Sportwagen. Nee, geht nicht. Mhm. Fünf Runden. Kann ich nicht ändern. Eigene Fahrzeuge an. Mhm. Wobei ich glaube, ich hätte gerade eigentlich ändern können, bin ich der Meinung. Na egal. Over the Cassidy Creek. Warte bitte, ja? Mach nochmal geschlossen und Dings, wenn du kannst. Kann ich nicht. Gut. Mann, ja, ist ja in das Ordnung. Das ist eine Spieleliste. Ja, und? Wie lange spielst over du schon? Over the Cassidy Creek. How was a breath? Ich spiele keine Spiellisten. Restricted Donuts. Ja, merkt. Okay. Also ist wieder eine einfache Strecke, aber ja, wo man runterfliegen kann. Mhm. Ja, natürlich. Schön. Ich nehme jetzt einen Felser. Ich könnte schon wieder auf Toilette, ey. So. Felser-Time. Miss Lotte ist nicht bereit. So.
Jan ist nicht bereit. Jerry Mois ist nicht bereit. Moody ist nicht bereit. Jetzt muss ich mir mal die ganzen Spacken vom Dings angucken. Oh, Spielverderber AC. 0 Rennen gewonnen, 3 Rennen verloren. Okay. Na dann. Ja, kommt vielleicht nochmal viel dazu. Nee, das sind wahrscheinlich so Tryhards, die eher ne, andere Sachen machen als Rennen. Ein Wenden hochfahren. Zum Beispiel. Ach, das war das. Ah, dieser okay. Blaue. Oh, nee! Ach, nee! Steffen! Was denn? Der ist Schiss! Was? Schiss? Der Strecke! Wieso? Ach, die mit den engen Kurven! Gut gemacht, Steffen! Ganz toll! Was denn? Was denn? Was denn? Was ist da passiert? Hast nix gemerkt gerade. Oh, ich merke, dass ich sehr weit. Oh, weg! Steffen! Was? Blöder Bullis! Ich bin vor dir, ja, da musst du mal aufpassen. Ja, zu dem Zeitpunkt warst du aber nicht vor mir. Ich hab dich gerade überholt gehabt. Ja, du hast du gar nicht. Wohl. Zeig gleich Mittelfinger. Mach das. Aus dem Auto. Wie viele Runden sind das noch? Gerade 5? Passi, du gleich von links, ich gleich von rechts, ja? Dann nehmen wir den mal so richtig durch. Oh, ich bin das Petty Girl, stehe ich drauf. Das wirst du noch bereuen, das gesagt zu haben. Na gut, erstmal müssen wir an dich ran, ne? Ja, willst du aufholen, so einen, meine ich. Ja, und? Du fährst aber so ein Nooperia. Sorry, ist halt gutes Auto. Nur weil du damit nicht umgehen kannst, sorry. Ja, nee, ist ja in Ordnung. Jeder so wie er kann, ne? Beim nächsten Sportwagenrennen nimmst du die MK2 Oppressor. Natürlich. Ich kann mit dem Felsen auch nicht umgehen. Boah, hier habe ich mal richtig unter, weiß nicht, 20 Runden was eingestellt und dann mal richtig Keeping gemacht. Ja, ich mal richtig geübt die Strecke, aber ich kann sie nicht mehr. Dafür habe ich zu wenig GTA gespielt in letzter Zeit. Tut mir leid, dass ich so miserabel fahre, aber komm schon. Bleib bei mir. Nee, wenn ich die Tür auf, dann schmeiß dich raus, weißt du? Ja, Steuerbi. Doch sein. Dass du dich mit dem Pariah nicht irgendwie drehst, weißt du? Oh, das wäre mir schon 50 Mal passieren. Ja, dir. Ich mag die Kiste nicht. Ja, eben in dem Rennen dem einen da auch. Cheat ist wahrscheinlich wieder. Hast ja, wahrscheinlich Pariah Geschwindigkeit und Felser Traktion, oder? Ich hab mich nur gedreht, weil du mich gerammt hast. Hast du wieder Zeit gut gemacht. Ja, ich bin jetzt auch gerade ziemlich gut unterwegs, muss ich sagen. Da hupt einer. Kann ich auch. Düt. Ich weiß nicht, wie ihr euch da nicht dreht. Ja, wie heißt die hier? Ah, okay, das war die, okay. Seit dem ersten Mal gemacht. Na, haben wir mal Platz da, ich muss mal kurz überrunden. Zwei Runden noch. Dann haben wir es geschafft. Nami, ey, wollt mich drehen, glaubst du es? Gut. Bin ich eigentlich so nicht verkehrt. Passi, bist du noch bei uns? Hallo, Passi, hallo? Okay. Zirp, zirp. Timed out. Da haben wir die Bestätigung. User in your channel, timed out. Alles klar. Nee. Wie war das? Einer kommt von links, einer kommt von rechts. Der dritte Platz ist mir wohl
Mit einem zweiten. Ach, hat's aber. 10 Sekunden hinter mir. Ich habe eben deine Traktion gelobt, übrigens, ne? Felser. Ah. Oh, verbremst. Fuck. Verbremst, da heult er rum. Kannst rumheulen, wenn ich dich stehst. Ich hab nur gesagt, ah, fuck. Ja. Rumheulen. Oder haben sie den Felser irgendwie downgegradet? Ja, das wird's wahrscheinlich sein. Ja. Ja, und den Namen, den Pariah haben sie noch mehr OP gegeben. Ja, ja, ja. Hi Leute, tschüss Leute. Hi Jerry. Macht der wieder Schiss? Nee, gerade wirklich nicht. Gerade war am Respawn. Der Jerry. Da ist er wohl geflogen. Den schauen wir denn mal zu. Spielverderber. Da ist ein Army. Kann ich sie noch überrunden? Nein, kann ich nicht. Naja. Gut, dass da drum ist. Carsten, ich hab für dich eine überrundet. Wie für mich? Ja. Widme ich dir. So, kannst du wenigstens sagen. Ja. Wenigstens einer. Die hat ja auch eine lustige Kiste. Texas Boy auf dem Nummernschild. Nami. Na, aber das Auto hat Dingens auch hier. Spielverderber, was Nami hat. Leute hat wahrscheinlich nicht, wieder ihre gelbe Kiste. Achso, Moody hat da schon auch. Kann ich reinkommen? Natürlich. Deswegen hab ich ja auch deine Freundschaftsanfrage angenommen und deswegen habe ich mir dich ja auch eingeladen und deswegen, ne? Bist du auch willkommen. Jeder ist willkommen. Ja. Cheater, Modder, Hacker. Unfaire Spieler nicht unbedingt. Schon deiner am Start? Sind alle gefahren? Wahrscheinlich Jerry, der wartet. Nee, Jerry. Ach nee, guck mal an Jerry zu. Ja, das ist am Start. Die Kamera switcht Tsunami. Ne? Oh, Tsunami. Kennst du die Riesenwelle? Ja, ich hab's gemerkt. Switcht Tsunami und die fährt dann da irgendwo im Gemüse rum. Das ist sehr interessant. Dabei gibt's auf der Strecke doch gar kein Gemüse. Wie bist du denn da hingekommen, Mensch? Ach, hallo. Ich hasse... Ja, was hast du? Bitte? Was? Ich hasse... Die ganze Woche nur noch Stromprobleme und was nicht alles. Oh, hier, 1, 3, 7. Aber trotzdem 9. Versuchst es, in den TS zu kommen und machen und tun und so. Ja, wie soll das ich ist sehr mutig. Ne? Nach der nächsten Runde gehe ich auf Toilette, ich sage es euch. Scheiße, ich sauf zu viel. Oh, fuck, es drückt schon. Könntest du mal ein bisschen Blasentraining machen? Ja, deswegen halte ich das jetzt noch auf. Du warst doch eben, weißt du, 20 weiß. Minuten später. Ne? Wie lange ist Schwimmer jetzt? Moment. 48 Minuten. So. Und da schon wieder, das drückt so, oh, fuck. Was eine also Prostata-Hyperplasie, hä? Steffen. Was für ein Ding? Im Alter kommt das mal. Wir hatten da verlassen. So. Ja? Fast along the deadly mountain road with very few barriers. Ja, das ist noch ein. Back down again. Okay. Ah, das scheint ja auch eine ganz normale Strecke zu sein, ha? Ist auch. Das sind jetzt kommen nur noch ganz normale Strecken. Sportwagen, kein Kontakt. Ja, ich meine, Parcours habe ich ja auch kein Problem mit, aber wenn es eben Level Asian ist oder, ne, irgendwie, ne? Wenn es machbar ist, habe ich ja nichts dagegen. Ich muss nur zweimal am Tag auf Klo. Oh, Schmann. Ja, das Problem ist, je nachdem, wie viel man trinkt, ne, und. Also ich trinke. Du hast auch keine Prostata. Also bei mir ist es so, wenn ich zocke zum Beispiel, dann trinke ich extrem viel. Ich weiß nicht warum, ist einfach so. Wenn ich zocke, habe ich immer zwei Flaschen hier stehen und dann bin ich immer am Sippeln. Ja, ich habe jetzt hier, die habe ich schon leer gemacht. Ja, die habe ich schon leer gemacht. Muss so. Elfmal.
Hier ist auch fast leer. Ach Leute, macht euch doch einfach einen Katheter und dann ja, müsst ihr auch nicht mehr laufen. Leer. Die wollen wir nicht stehen, die ist auch schon leer. Und wir spielen gerade mal 40 Minuten, ey. So, wollt noch irgendwer beitreten? Nö. Oh, hier. Der Prinz so ist drin, Passiv fliegt eh wieder raus, also braucht er gar nicht erst reinkommen eigentlich. Also du hast noch 5 Sekunden. Ah, ne, nur noch 2. Oh, nur noch 1. Okay, oh. Sitzung wird gestartet. Schade. Hätte klappen können. Sorry. So, wo ist mein Krieger? Da ist mein Krieger. Ein scheiß Krieger. Egal, welche Wagen wir nehmen. Ne? Also ich motze über den Pariah, der motzt über den Krieger. Ah, war das du denn? Wagner. Wenn ich ihn finde. Diese gemoddeten Spacken, ey. Aber schick mit der Fliege, Jerry. Sehr schick. Wunderbar. Ja, ich wollte gerade mal Prinz gucken, mein ist auch am Modden. Ach, sehr schön. Ja gut, bei Rennen... Oh, da hat jemand mein Crew-Emblem. Bei Rennen, da ist es ja nicht so wichtig, ist ob man Helm trägt oder nicht. Ne? Ja. Oh, ich habe noch überall so Bartstoppeln im Pulli. Das kribbelt so ein bisschen. Leute, wie er gleich abgeht da vorne, was hat der denn da? Ach, das ist der Carsten. Also die bin ich tatsächlich auch noch nicht gefahren. Cool. Aber die sah cool aus, als ich das auf dem Bild gesehen habe. Halt mir, die markieren wir mal. Da kommen noch 2 andere von. Von dem Typen. Auch Chilliard-mäßig. Das war kein Kontakt, oder wie war das? Hm? Das war kein Kontakt, ne? Ah, jetzt sehe ich es. Ist durchsichtig, okay. Ich hoffe mal, die Baumwipfel, die da rausgucken, die machen nichts, wenn man da drüber fährt. Ich hätte gerade Angst, dass ich gerammt werde, aber ne. Ui! Diese Angst ist unbegründet. Ja, ja. Es war aber... letzte Runde und die vorletzte Runde nicht unbegründet. Ohlala. Ist doch ein bisschen weiter. Aber die ist ganz geil, da kann man schön Stoff geben. Ja, runter ist wäre natürlich auch noch ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob das auch noch runter geht hier. Eigentlich kannst du da gut auf den Hahn bleiben, ey. So ab und zu habe ich mal so ein Angstbremschen hingelegt. Ja, ne, ab und zu. Also ich hab noch nicht gebremst, glaube ich. Aber zumindest mal vom Gas gehen. Das wäre ganz gut, wenn du das ab und zu mal machst. Oh, und jetzt geht's runter. Oh, fuck. Oh, schön, dass kein Kontakt an ist. Boah, jetzt habe ich mich gerade selber mal erschreckt, ey. Wieso? Wow. Okay. Alles klar, ich hab's verstanden. Wow. Scheiße. Nicht so, okay. Okay. Hi. Guten Tag. Von mir kamen auch gerade 2. Und ich leg mich real auch ein bisschen in die Kurve. Bringt zwar nichts, ja, aber. Ich mich auch. Da hinten ist ein großes G auf dem Berg. So. Stimmt, ja. Es steht für Gucci bestimmt. Oder für Gerkabo. Wahrscheinlich, ja. Das ist ja nur mir gewidmet hier. Ja. Oder das ist die Initiale von dem. Oh, Alter, der Steller. Oh. Diese G-Kräfte. Oh. Hammer, oder? Ja. Ich muss mich gleich anschnallen hier auf meinem Computerstuhl. Boah, das wäre auch nochmal so. Nee! Oh, ficken! Auf so einen Simulator, weißt du, kennst du diesen Stuhlsimulator? Gib Gummi! Da ist er ja schon, der Ast. Oh nee! Ein Fehler nach dem anderen jetzt! Wie viele Runden? 5? 2? 2? 4. 3. Oh nee! Komm schon, wow. Steffen. Fuck, kennst ich auch. Blöder Bundes. Ich auch. Ach, da muss man her. Ja, richtig. Okay. Das gleiche habe ich mir nämlich auch gedacht eben. Boah. Na, der Krieger muss eine echt geile Beschleunigung haben, ne? Der geht ja richtig nach vorne. Geht einer nach hinten oder was? Ja, ich war rückwärts, siehst du das nicht? Das ist mal abendlich, was du da siehst. Boah, Alter. Da ist mir kurz das Herz in die Hose gerutscht.
Strecke ist gar nicht so scheiße. Die markiert nee. Gleich. Finde ich auch ziemlich geil. Oh, Alter. Kann man die mit noch mit anderen ordentlich. Klassen machen? Ja. Ich glaube schon. Bitte, wieso habe ich den da nicht gekriegt? Oh. Also jetzt ist aus. Glaube ich. Wenn jetzt eben hier aus. Keiner noch irgendwie einen Fehler macht. Wer ist doch im ersten? Moody. Hobel, hobel, hobel. Hobel, hobel, hobel. Blub, 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 blub. Wieso blubst du denn jetzt? Darf ich nicht blubbern? Ich guck nicht. Mein Motor blubbert. Dein ein bisschen Motor blubbert. Auch, aber er blubbert auch ein bisschen. Also zumindest stelle ich mir vor, dass er blubbert. Ich häng hart auf dem Gas, ne? Müssen wir mit Kontakt mal machen. Warum? Da kacke ich mir in die Hose. Weil dann oben an der Spitze und unten die Karten neu gemischt werden. Siehst du? Hm. Wer jetzt erst dann da oben ist. Ein Kontrollpunkt und unten ein Kontrollpunkt. Wer jetzt erst da oben ist, der kommt nicht unbedingt als erster unten an. Ich kann gerade nicht cool. lesen, sorry. Ich kann nee, gerade nicht auch lesen. Ich gucke auch nicht hin. Ich habe hier wahrscheinlich gerade 300 km/h drauf oder so. Keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung. Also ich sehe zwar, dass da der Chat hochscrollt, ne, dass da irgendwas passiert ist, aber sorry, ich kann gerade wirklich nicht. Komm schon, Krieger. Komm schon, was bist du denn auf dem ersten Platz? Oi, oi, oi. Oh, fuck, Alter, das hätte ich mir beinahe gerade das Leben gekostet. John, ich sehe euch da unten. Aber jetzt wissen wir wenigstens auch, dass es da gleich rechts hingeht. Ja, also ich wollte mich auch durch dem und dann bin ich ins Rutschen gekommen. Hey Steffen, drück mal L2. Nö. Keine Zeit dafür. Wow! Das wäre es fast gewesen. Ja, das mich eben nämlich rausgehauen. Ich hab die Schikane da nicht richtig genommen. Nee, nicht schon. Boah, ich glaube, Mut jetzt rausgehauen. Hallo, Carsti. Carsti mit K. Lisa. Ich bin enttäuscht. Und oh, entsetzt. Also. Aber schön, dass du da bist. Hallo. Lisa mit L. Mit Z. Ich. Zweiter! Zweiter, weil einer links rumgefahren ist! Wer ist links rumgefahren? Moody! Yay! Okay, Steffen. Du oh, Erster ja, und ich Zweiter. Schön. Da freue ich mich ja schon wieder. Das ist akzeptabel, ist das. Ah, schön. Ja, nee, Lisa, ist nicht gut. Wie lange kennen wir uns jetzt? Ist ja nicht so, als ob mein Kanalname für meinen Namen, also meine Namen so, ne, repräsentiert mein, also das K, das, ne, und da steht ja C und das, schön, dass du da bist, hallo, spielst du mit? Oh, das finde ich ja ganz geil, ne? Wenn du mitspielen würdest, das, und in einer Stunde, dann müssen wir mal singen, also, ne, wenn du dann noch da bist und in den TS kommen willst und so, dann kannst du mitsingen. Los, Jan! Komm! Wieso fährst du denn den Bärsch runter? Ach, komm. Wär ich ja? Ja? Haben wir lange nicht mehr. Du hast mir mal versprochen, dass wir nochmal GTA miteinander spielen. Die schreibt Steffen, Fragezeichen. Nein, Steffen hat, nee. Weil, ich habe ja in den Titel geschrieben. Oh, ich habe in den Titel nichts, was auf eine weibliche Person hindeutet, geschrieben. Das hat der Steffen gemacht. Hoch soll sie leben. Ja, nee, nicht der Steffen. So. Was macht die Lotte? Irgendwie die ganze Crew der Mäuschen macht nur Kacke, ne? Wenn die nicht gewinnen können. Wenn das Rennen schon eh verkackt ist. Steffen, bist du noch da eigentlich? Ach nee, der ist ja pissen gegangen, stimmt. Der wollte ja mal pinkeln. Hab ich ganz vergessen. Tja, Leute, das war auch ziemlich dumm, ne? Also, Lisa, ich habe eben gesehen, dass Lady Lori online war. Ich wollte dich auch einladen, aber konnte ich irgendwie nicht. Ich konnte da gar nicht mehr X drücken. Aber, oh, hätte, von mir ich aus hätte kannst du kommen. Sehr Leistungs- gerne. Und Leistendruck hatte ich. So, Prost, ne?
bis in 10 Minuten, dann muss er wieder. Ey, komm, ich hab eine Stunde durchgehalten, ich hatte echt Leistung. Steffen, kommt das auf einmal bei dir oder nur in so kleinen Stückchen? So. Nee, jetzt wieder. Momentan kommt's gerade sofort. Dann, FIFA. Pass auf, Lisa, ich sag dir, was du machst. Du gehst jetzt da in Büro, in Wohnzimmer, wo wahrscheinlich die PS4 steht, tackelst den einfach vom Sofa, ja, nimmst du den Controller, drückst dann da drauf. Guck mal lieber, wer erster ist, Lisa. Drückst dann da drauf, lange, und dann hier oben. Und dann, ja. 8 Punkte Vorsprung, Carsten. Das ist noch machbar. Noch machbar. Hast also du ich habe jetzt 3 Rennen hintereinander gewonnen. Geil. Ich muss mal kurz die Liste verlassen. Muss kurz was schauen. Alles klar. Lisa, hast du deinen, weißt du zufällig deinen Activision Namen? Das ist ja irgendwie dann. Activision Namen? Ja, für Call of Duty. Was habe ich hier? Ich habe einen Stein in der Sonne. Anzahl der Runden, kannst du die erhöhen? Ich kann sogar keinen Kontakt ändern. Von mir aus? Ja, kann ich. Erhöhen. Kein Kontakt und mehr Runden. Eine Runde, also muss ich mit euch. Das sind 2 Runden. Wir wollen hier ja ein bisschen Action haben. Ich dachte, Overtime Rumble wollen wir noch spielen. Ja, können wir ja noch. Von mir aus. Gut, dann mach ich 3 Runden, okay? Von mir aus. Aufholen kann ich gar nicht anmachen. Ja, aufholen ist doch. Ach, das ist ja kein Kontakt. Ja, sorry. Ich lasse aber keinen Kontakt, ne? Wie mir. Ich wurde vielleicht gehackt. Okay, Nami. Dann guck du mal was. Ah, mein Nacke Fußballs wieder einpacken. So. Wer ist dann der Berghand? Ist jetzt übrigens Besen rein, mein Zimmer. Wahnsinn. Heißt das, man muss dann nochmal mit dem Besen rein, ja? Nee, der ist ja schon drin. Ne? Freund. Was heißt hier also, Freund? Willst du mir drohen oder was? Pass bloß auf, du. Ich heißt ja Besen raus. Freundchen. Er ist ein Freund, achso. Also ich hab gesagt, das habe ich vermisst beim Chico, ne? Was denn? Ein Wort Nachrichten im Chat. Ohne, also nicht direkt, Berkan ist ein Freund. Damit hätte ich das auch direkt verstanden. Freund. Okay. Aber Nami, gibt's denn bei YouTube was zu hacken bei dir, ja? Hallo, nicht auf mich wetten, das ist nicht gut. Auf mich wird auch gewettet. Das ist doch sowieso ein Mäuschen. Entweder Jan oder Jerry oder. Es müssen 2 sein. Ja, dann. Lisa, Jan und Jerry, ne? Die beiden Jots. Mir schreiben nach dem Stream. Also, gut, da schläfst du wahrscheinlich, aber ich schreibe dir nach dem Stream. Und dann machen wir einen Termin aus. Ich wette auf Casti. Eine schlechte Idee. Ein Termin? Ja, wo wir gemeinsam GTA spielen können. Wer weiß, wer will GTA spielen? Och, ey. Hör einmal in deinem Leben zu, was deine Mitmenschen sagen, hä? Was hältst du davon? Ich wollte gerade geradeaus fahren. Gerade geradeaus. Hallo, bist du schnell? Hey, hallo. Warte doch mal. Ey, bremst doch mal. Ist das ein Rennen oder was? Was soll das? Nee, wir laufen. Ein Krieger überholt einen Krieger. Wie kommt das denn? Ja, der eine Krieger wohl nicht richtig Eier, würde ich sagen. Steht der da etwa auf der Bremse? Guck mal hier, jetzt kommt der Pariah-Mann. Weg. Ah. Sorry. Pariah-Mann in einem Supersportwagenrennen. Jetzt kommt der Pariah-Eier-Mann. Hui. Wow. Na, wer hätte denn da keine Eier gerade, hä? Wer ist da vor mir? Carsten, ja, das wie war mir schon klar, Eier. Dass du das bist. Wie, keine du Eier? Hast Eier? Du hast Eier. Hä? Was ist denn passiert? Ich wurde gerade gebremst vor der Kurve. Im Krieger braucht man nicht bremsen. Da geht man nur ein bisschen vom Gas und dann passt das. Hui, hui. Ja, okay, versprochen. Sehr schön. Jerry Moss. Ich bin mir sicher, deine Community, die Lorians, oh je, Mine. Oh, fuck. Krasse Schikane. Die würde das auch ganz interessant finden, das nochmal bei dir zu sehen. Ja.
Elgato hast du ja auch, ne? Das heißt, ja, entweder ich baue uns über Party, also ich habe da kein Problem. Wunderschön, aber wer sagt denn, dass du mitspielst? Ich kann's! Wer sagt denn, dass du mitspielst, Steff? Keiner. Soll ich dir mal Headset leihen? Oh. Der Kommentar wird zur Überprüfung zurückgehalten, Lisa. Was schreibst du da? Oh, die ist schon ein bisschen heftiger. Ich finde die auch geil. Also der, weißt du, das sind wenigstens, also das sind richtige Rennstrecken, die man auch nicht so mit so nimmst krassen du, ja. Kurven wie jetzt ja, die andere da. Nimmst du jetzt deine Wortwahl vom Anfang des Spiels zurück? Steffen, das war eben einfach ein bisschen vorsichtig, ja. Wenn du Spiellisten machst, dann war das in der Vergangenheit immer so, dass die Schiss waren und richtig kacke und hätte ja keiner ahnen können, dass das hier so schöne Strecken sind. Nee! Ah. Ihr wählt aber auch immer blöde Dinge aus, so blöde Schießsachen und blöde Autorennen, die immer schwer sind. Ja, dann machen wir dann demnächst irgendwann so einen Stream so, wo du alles aussuchen kannst. Was hältst du davon? Ja, Fahrschulsimulator, was hältst du davon? Red nicht so viel, konzentrier dich. Okay. So, ich bin Erster? Merkst du aber früh, du Bundes. Was hast du denn gemacht? So was ähnliches, was ich jetzt gerade gemacht habe. Wieso bergrunter eigentlich immer? Oh! Hab Grund gefunden, warum. Achso. Okay. Also Lisa, dann such dir mal ein paar schöne Gegner-Modi oder sonst was aus. Also wir können. Kennst du schon Sumo? Sumo Remix? Das gefällt dir bestimmt auch. Und das spielen wir auch sehr häufig. Da brauchen wir auch keine Schießsachen. Overtime Rumble wäre ja auch etwas. Da brauchen wir auch keine Schießsachen. Ich hab nicht gewettet. Mit wem hast du denn gewettet, bitte? Oh, nee. Uff. 8 Sekunden. Fuck. Ja. Oh, das klingt gut. Hast du gerettet oder hast du verkackt? Ja, es war, alter, Millimeter, ey. Aber leck mich am Arsch. Boah, hätte ich meinen Tag rausgehalten, wäre ab gewesen. Mit mir selbst habe ich gewettet. Das heißt, wenn ich hier verliere, dann schuldest du dir selber Geld, ja? Aha, da war ein Baum. Yay, da war ein Baum. Habt ihr gehört, Leute? Da war ein Baum. Scheiße, 3 Sekunden hast du aufgeholt. Da war ein Bäumchen. Guck mal, da ohne Pferde in der pinken Scheißkarre da. Ach, nach rechts müssen wir da. Okay. Ach, da müssen wir gleich wieder da. Ah, verstehe. Okay, alles klar. Ja, nee, Lisa hast schon recht. Also, es ist immer scheiße, wenn man Geld an sich selber verliert. Mal verliert man, mal gewinnt man. Kossi! Der lässt sich auch erst blicken, wenn die Lisa da war, siehste? Der kommt ja nicht mal selber irgendwann, ne? Schön, dass du da bist. Spielst du mit? Hast du PlayStation Plus und so? Hast du ein neues Mikro? Ja, guck mal, wie lange du nicht mehr da warst. Guck mal übrigens in den Hintergrund. Hab auch ein... Ficken! Neuen Hintergrund. Da war ein Baum. Und stell dir vor, da war noch ein Baum. Und da ist noch ein Baum. Alter. Ich fahr grad zurück und ich seh dich einfach fliegen. Ah. Gut, 11 Sekunden. Der Steffen, oh, scheiße, ein Baum. Und ich, haha. Und ich fahr in der nächsten Runde gegen 3. Ungefähr eine Minute später. Die Schikane ist so geil, Mann. Und das hasse ich eben, weißt du, so, man weiß nie, okay, die Baumwipfel, die da rausgucken, kann ich da jetzt durchfahren oder sind das... Ja, da weiche ich auch lieber aus. Mann, ey. Schiss. Also, solange der Steffen nicht gerade mal... Irgendwie noch mal so gerade irgendwas so richtig aber heftig, ja so gerade hier irgendwie verkackt. So. Steffen... Okay. Guck mal, wie weit ich hinter dir bin. Bei Gelegenheit. 7 Sekunden. So. Und? Bei mir bin ich 13. Meinst du, das hole ich noch auf, ja? Ja. Also die einzige Chance. Nur einmal drehen.
Die einzige Chance ist, dass du noch einen Fehler machst und ich jetzt hier alles wunderschön mache. Pass auf, ich muss jetzt noch wahrscheinlich die Hälfte hochfahren, dann komplett runter, dann wieder hoch und dann wieder runter. Also es ist durchaus möglich, dass mir dort noch der ein oder andere Fehler passiert. Ja, genau das ist aber auch bei mir möglich. Könnte genauso gut sein, dass ich auf den 10. Platz komme. Leute, ich gucke jetzt mal nicht darauf, was ihr schreibt, weil das wird uns nichts. Aber ja, grüß dich, Nabi. Weiß jetzt nicht, warum, sorry und so. Ich sehe nur, dass es wieder hochscrollt, aber ich gucke nicht. Doch, ich muss gucken. Das ist so ein Zwang. Das habe ich ja schon seit Ewigkeiten gesagt, ne? Nicht Rennen fahren und Chat lesen, aber passiert trotzdem immer wieder. Ja, das ist wie so ein Zwang. Guck mal hier, 12:03. Ich meine, die Lisa, die fragt ja, und sonst so, da muss ich doch drauf antworten. Ja, und sonst ganz geil so, ne? Aber was ich sagen wollte... Oh, ne. Guck mal bitte in den Hintergrund, ob dir da irgendwas auffällt zu den vorherigen Streams. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Oh, ne! Und was ist denn hier los? Runter, oder was? Und in der ersten Runde war alles so schön. Und jetzt Moment. In der ersten Runde hast du ja schon... Ja, okay, beim ersten Hochfahren. Nee, runterfahren wieder. Nee, beim ersten Hochfahren. Ich war gerade beim Hochfahren. Nee, ich meine in der ersten Runde. Ja, ich auch. Bei der ersten Runde beim Hochfahren war alles wunderschön. Echt? Achso, ja, wunderschön, ja. Spaß. Blödmann. Weißt du, du sagst zu mir Blödmann. Gerade bis Lotte. Und boah, dies, meine ey, Kinder, war der Doppler-Effekt. Ich gehe gerade richtig ab. Schön, das hast freut du gehört, mich. Steffen? Was das ist was zum Lernen. Das war der Doppler-Effekt. Ja. So. Bist du doch so dicht hinter mir, dass wir gemeinsam gerade nach Auto vorbeigefahren sind. Vielleicht hat sie auch da nochmal gehupt oder was. Auf jeden Fall, ich bin nicht dicht hinter dir. Nach der Aktion eben nicht. Dass ich überhaupt noch Zweiter bin, wundert mich. Boah! Und hat das irgendwas gebracht? Hast du dich gedreht? Ja, 4 Sekunden. Das ist auch gut. Wahnsinn, hey, oh. Da muss das jetzt nur noch, warte, lass mich rechnen, 500 Mal passieren. Okay, ich also 100 Mal, nicht 500 Mal. Jetzt haben wir 21:1. Lala. Baum. Okay, ich baue wieder aus. Mein Gott, das sind aber auch dreckige Pissfehler da. Ist ja ein Schiss. Naja, solange ich Zweiter bin, alles gut. Aber gleich kommt sowieso denn. Wie weit ist der hinter mir? 6 Sekunden. Ja, ein Baum, ne? Eine Baumlänge. Nee. Aber cool ist die Strecke. Steffen, ich rammel dich jetzt weg hier, pass auf. Das hätte auch voll funktioniert. Ja gut, das hätte mir auch recht wenig gebracht, weil ich ja dann auch, ne? Och, Carsten, ey, mach es besser, Lisa, mach es besser. Dich will ich hier auf der Strecke mal sehen, weißt du? Komm, ich mach die letzte Strecke gleich mal in der Ego. Nein, da rammel ich. Steffen, komm, wir spielen beide jetzt in der Ego. Nee, ja. Ich war gerade in der Ego, das kannst du vergessen. Weil ich wollte mal gucken, ja, wie viel km/h oder hier in dem Fall mph ich da eigentlich drauf hab, da runter. So, und dann kommen da irgendwelche Kurven und dann, und dann sind hier die Schissbäume und dann, also, macht Spaß, ne, allemal, aber gefährlich. Mann. Ich vorhin gerade so geil genommen habe, die habe ich jetzt gerade richtig, komm, da geflogen. Die ist gut. Ach, herrlich. Ach, schön. Hupen die hast du schon aufgeholt, oder? Hupen die bei jedem, der da entgegenkommt? Oder gucken die genau, wer da entgegenkommt? Und irgendwann treffen die den richtigen. Ah, ja, du guckst. Irgendwie vermisse ich die Straßen. Ja, Gossi. Du musst immer wieder spielen hier. Mit der Lisa und dem Steffen und mir. In einem Stream. Wie in den alten Zeiten. Damals. Weißt du noch früher? Ich weiß noch ganz genau, wie ich euch kennengelernt habe.
zuerst war dort die Lady Lori. Naja, beziehungsweise erst war der Leuchter und dann kam Lady Lori. Dem Lurich sei Dank. Was denn? Was? Konzentrierst du dich? Nee. Gut. Mach ich nie. Oh, holst aber auf. 2 Sekunden hast du auch wohl knapp. Wahnsinn. Wie viele Sekunden in 10 bitte bin ich hinter dir? Ja. Genau. 2 wahrscheinlich. Genau. Der 2 kommt noch was. Wir sind jetzt da, wo wir vorhin waren, ungefähr wieder. No. Tag. Deswegen, auch wenn ich 2 Sekunden aufhole, das ist immer noch. Ne? Sag Bescheid, wenn ich 10 Sekunden aufgeholt habe. In jetzt insgesamt, also von mit den 2 Sekunden schon oder ab jetzt? Ab jetzt. Okay. So, jetzt geht wieder bergab, da wo ich eigentlich nur rollen muss. Und schon ist das schnell genug eigentlich. Ja. Nee, ich hätte drauf. Ja, nee, aber so in etwa, weil wenn ich Gas gebe, dann bin ich wieder ich zu schnell. Ich gehe trotzdem voll auf Risiko, ja. Weil ich weiß, dass du ein würdiger Gegner bist. Ja, hat man ja eben gesehen, ne? Ab und zu mal im Baum geknuddelt. Warum nimmst du eigentlich den Verlierer? Weil das ein Sportwagen ist und das ein super Sportwagen-Rennen ist. Ja, doch. Ich meine ja nur wegen dem Namen. Aber da kriege ich aber doch nicht so eine gute Wahl, wa? Ich könnte mich... Doch, der ist ja super, der ist einfach geil, aber ich bin scheiße. Ich fahre da gegen einen Baum und mach da also oben den Schiss. Also ich musste mich echt lange vom T20 an den Wagner gewöhnen, ja. Aber seitdem ich den Wagner eigentlich ziemlich gut handeln kann, läuft das ganz gut. Krieger und Amaris, probier die mal bitte. Bei Gelegenheit. Lassen die sich ähnlich fahren oder wieder komplett anders? Ich meine, also das Gaspedal ist auf derselben Stelle. Alter, du blöd Mann. Und wenn du dann links willst, dann lenkst du unter links. Meine von der Traktion, Kurvenverhältnis und sowas. All möglichen. Da lacht er. Gibt sonst nichts von sich, ne? Aber ab und zu. Da kommt einfach einer angeflogen, so ein Bäbling. Fast wäre mir das von eben wieder passiert. Wenn man die Strecke wenigstens auf der Karte sehen wird, ne? Ich hab. Ja, du, pass auf, ich sehe das gleiche, was du siehst. Also brauchst jetzt nicht rumjammern. Das sagt ja auch keiner, dass du mehr siehst, oder, ne? Das, vor allem, du kennst die Strecke ja auch nicht. Das sagt. Nee, nur dann würde mir das ein bisschen helfen, weil wenn du von oben kommst und da sind so Hügel, ne? Da siehst du nicht immer, wo jetzt dann da eine Kurve kommt. Ah, so weit war ich doch gar nicht hinter dir. Ja, doch bin ich, okay. Ich muss ja nochmal rum. Ja, eben. Ja, doch, okay. Na dann. So, 10 Sekunden gerade. Aufgeholt, dann hatte ich wieder 0,2 Sekunden. Okay. Wir tanzen da schon. Zwiebel ist auch da. Siehste, so lange habe ich nicht mehr in den Chat geguckt. Moin, Servus, Moin. Ja, du mich auch. So, na, mir nochmal, warum denn? Sorry, wegen vorhin. Ersteres, Lisa. Umgezogen. Da hinten ist eine wunderschöne Brücke, ja, und da fährt manchmal, vorhin auch, fährt da manchmal ein Lülala her, ne, und dann ist meine ganze Wohnung blau. Das ist ganz geil. So, wie lange geht Rennen noch? Ich will eine Einladung haben. Ist jetzt vorbei. Ja. Gut, der Chat, die Nachricht da, die ist auch schon ein bisschen älter. Ja gut, 15 Minuten wahrscheinlich, ne? Bis auf die Hochzeit mit mir und wow. Stefan war alles gut. Ihr habt geheiratet? Wann? Er hat geheiratet. Lisa und Stefan, irgendwann, wahrscheinlich in-game irgendwo, aber kann ich mich gar nicht dran erinnern. Wollte gerade sagen. Das geht auch besser. Gossi, wie gesagt, ne? Also ich merke mir jetzt mal die, ich wollte mir die noch markieren, ne? Also du hast die ja markiert, oder Steffen? Sehr gut, dann können wir die ja jederzeit wieder machen. Wir machen die Strecken, ja, die beiden jetzt hier. Okay, ja, machen wir jetzt mal mit dem Lisbeth und mit dem Gossi demnächst. So, und dann... Ja, das geht auch besser. Und die Lisa auch Karten und so. Alleine umgezogen, ja. Lisa, werde ich vorher bei mir für üben. Mehr passen hier auch nicht rein. Was will ich denn bei der Nase? Da bin ich vorhin fast hingeflogen.
Hattest du was geschrieben wegen einem Activision-Konto? Nur einmal? Du und Sarah. Nutzername, was? Wir haben geheiratet. Wann denn, wie denn, was denn? Nö, hat sie nicht. Okay. In GTA. Sarah und ich auch. Hä? Schick mir mal einen Link, wo das passiert sein soll. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. So, und was hast du auch, 372? Eine Zwiebel auf dem Kopf. Ich hab sie auch, schreibt er. So, gut. Lotte, sechster Platz. Okay. Dann. So, Prost jetzt. Die Strecke. Ah, sehr gut. Ja, die ist ganz geil. Und der Steffen sagte, dass er 3 davon hat. Von dem Frängel, der die gemacht hat. Und da freue ich mich jetzt drauf, auf die dritte. Wieso fährt eigentlich jeder von denen so? Lassen die uns gewinnen, ja? Fahren die gar nicht ernsthaft? Ich bin schon Steffen. Alt. Ich hab doch im Mai Geburtstag. Ich bin doch Stier. Steffen. Ja? Ich glaube, es ist 23:23 Uhr, cool. Steffen, ich glaube, dass die uns einfach gewinnen lassen. Ich glaube, die würden uns so wegbrezeln, weißt du? Aber da die hier die ganze Zeit da im Gemüse rumfahren. Ja, ist aber Winter, da ist doch gar kein Gemüse. Also mich wundert, dass ich das 4. Mal jetzt hintereinander gewonnen habe. Oder 5. Mal? Weiß ich schon gar nicht. Steffen, du hast... Runde. Wahnsinn, und bringt mir das was? Steffen, du fährst gegen unter anderem mich. Ja. Und da kann jederzeit Scheiße passieren. Die Map ist schwer, sagt Chico. Wo bist du denn? Du bist schwer. Du bist ja noch nicht mal drin. Chico, klar. Ist doch nicht dieser Dell. Der war doch eben noch da. Ja, der war. Okay. Vergangenheit. Wir machen das für eine Zuschauerin, Lisa. Der Geburtstag. Haben wir. Weil hoch soll sie leben, würde ja nicht zu mir passen. Also, mir wachsen jetzt Brüste und... Da habe ich dir aber eben auch schon erzählt, dass es nicht der Steffen ist. So, kein Kontakt. Die Map war einfach. 2 Runden. Ja, wenn du Kontakt anmachen kannst, dann mach mal an. Das wäre doch immer ganz lustig. Nein. Ja, aber das wäre doch immer ganz lustig. Vor allem, ach, Steffen, Scheiße. Vor allem Steffen, wenn man da wieder runterfährt, ja, und dann noch mit aufholen, da ist man ja noch ein bisschen schneller. Nein, gut, das mach wieder ist Scheiße. Mit. Einladung bitte, sagt Nami. Mit Kontakt, sagt Jan. Ohne. Ja, Sadisten. Ich lade ein, aber ihr hast nun nicht mehr viel Zeit, da musst du dich jetzt beeilen. Alles Sadisten und Masochisten hier. Wenn man mit einem Drift-Auto umgehen kann, fühlt man Scheiße. Sich wie bei Wenn Tokyo Drift. Wenn du einmal auf Einstellung bestätigen gehst, kannst du es nicht mehr ändern. Hallo Lotte, ein Fuchs. Hä? Wo ist ein Fuchs? What the fuck? Sitzung wird gestartet. Also Nami hat noch angenommen. Nami ist noch orange. Sorry, ne? Ja, aber ich kann es nicht beeinflussen. Ich kann es nicht auf geschlossen machen. Und keinen Kontakt konnte ich auch nicht mehr ändern, als ich nochmal gucken wollte wegen Schließen. What does the fuck say? Ich muss Mommy auf meinen Nacken knacken lassen. Ich dachte, du jammerst schon wieder, dass seine Blase voll ist. Ich hab, Blase warte, muss Moment, platzen. Moment. Die Blase ich muss hab noch platzen. 20 Minuten, ja. Wo war dann ein Fuchs? Ach du. Was? Hast was gesufft, sag mal? Lisbeth, was ist da dann hier? Wie hängen denn die Autos Auto, hier in der, Auto in, der, Seite. In der Kiste? Hängt so, jetzt guck ich mal. Meinst du nicht? Steffen, so gut sahst du noch nie aus. Was? Ja. Genau, so jetzt guck ich mal, wo hier der Fuchs ist. Aber vielleicht hier irgendwo in den Paletten versteckt. In Paletten. Das ist ein Waschbär! Ein Fuchs! Old Highway-Dingens, Mount Chiliad. Lisa fragt warte Steffen, gehst du dieses Jahr auf die Gamescom mit mir? Wahrscheinlich geht ihr dieses Jahr auf die Gamescom mit mir. Ich hätte vor, ja. Gut. Der Steffen muss dann nur eben die Ticks Carsten besorgen Stream und Hotel... Tot, schreibt Jerry. Bitte, was ist los? Jerry schreibt bei mir, Carsten Stream ist tot. Vielleicht leckt es aber auch gerade nur bei dir, Jerry. Ja. Das kann ja auch sein, ne? Also, mein Stream ist wunderbar grün. Meiner auch. Wie die Popel. Momentan hat sich noch keiner beschwert. Ich habe jetzt gerade aber massiv Probleme, an euch ranzukommen. Also es ist geplant. Ja. Wollen wir mal schauen, wie teuer es jetzt unten in dem Zimmer wird, weil das wird wird auch ein bisschen vierstellig werden. Vielleicht ja, sogar Jerry, fünfstellig. Pack schon mal dein Portemonnaie aus, bitte. Ja.
Ich habe sogar tatsächlich heute mal das Schweinchen auseinandergekommen. Alter, genommen. Fuck, ich habe mich gedreht. Um zu gucken, wie viel da drin ist. Ja. Weil da nehme ich ja das Geld dann von. Ne? Ich nehme jetzt nicht die Spenden, um irgendwie mir das Leben schöner zu machen. Du solltest ja davon Döner kaufen, hat der. Ja, das stimmt, aber nein. Oh, nee! Und da bleibt man auch direkt stehen, ey. Batz! Fuck, zu investieren. Und Equipment und ins Zockerzimmer. Da kommt, wie gesagt, Dienstag jetzt eine Firma und die guckt sich das alles an und dann wird das wahrscheinlich alles verpresst und dann kann ich loslegen. Dass ich die ganzen Latten dann an der Dingens machen kann, an der Wand, an der Decke, an Boden nicht, aber, ne? Und dann wird mit Elektrik noch gemacht. Ich stehe auf die Strecken von dem Kerl. Jerry Mäuschen, ja. Hi! Achso, hat auch ein anderer gesagt, schreibt Jerry, dass sein Stream tot ist. Was? Was? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Was? Ja, dann lies doch mal und sag noch mal, was? Also, Lisa, och, Schiss. Lisa sagt auch, war kurz weg, aber geht wieder, also. Achso, keine Ahnung. Okay. So. Ja, gut, da kann ja mal passieren, ne? Der flinke Flitzer ist toll, nur weil der so zwei riesen Arschlöcher hat, ja? Und ein Arschloch am Lenkrad. Sorry, Jan. Fuck, diese Hück. Aber die hat das scheiß gemacht, die Kurbel. Da hast du nämlich so Unebenheiten. Ja, vielleicht war das ja Absicht. Ja, gut, das kann natürlich sein. Das ist hier nicht Level Asian, das ist Level Germany. Also den Devast 8 mag ich nicht, so nennt sich die Kiste. Die kannst du ja dann dir dann, wenn du dann demnächst spielst, ne, dir dann auch besorgen, wenn du dir, wenn die dir so gefällt. Devast 8, die, nee! Der ist nicht tot. Ganz genau, Ricky. Oh, quick lebendig. Oh, ich bin Vierter. Wow. Dritter. Wow. Das war... Wow. Ich bin Zweiter. Hi, Carsten. Tag. Bist du gerade über die Bande eigentlich geflogen, Passi? Ja, jetzt ja. Ach so, jetzt. Dann war das wer anders gerade noch. Bist du über die Bande geflogen? So, ja, das, so ein hellblaues, das war ich, Auto, wo ich gerade gemotzt habe. Ach so. Ja. Nee, das war ein hellblaues Auto. Ach so, nee, dann. Ich war Vierter und dann war ich auf einmal Dritter. Komm schon, mach da vorne mal bitte irgendeinen Kack. Was sagt er dazu? Oh, ich bin das erste Mal Erster. Also, jetzt bei dem Rennen hier. Achso, ich wollte gerade sagen. Ich bin das erste Mal. Boah, Alter. Ja, ich habe mir am Anfang echt ziemlich viel Scheiße erlaubt. Ach, Scheiße. Also, wenn andere meckern, ist das Musik für meine Ohren. Aber leider meckere ich auch oft genug. Boah, ich habe mich gerade erschrocken, da kam gerade so ein pinkes Ding hoch. Fahrzeug. Mein Gott, ey! Da fährt man so ein bisschen gegen das Ding, weißt du, und dann bleibt man auch direkt stehen, ne? Sei froh, dass du explodiert bist. Ja, das wäre das wär ja noch, wenn man da dagegen fährt und dann. Du schaffst noch, dass die Rockstar-Server abschmieren, ich sage es dir. Von Jerry Mäuschen Lisa würde ich übrigens nichts annehmen, ne? Der moddet und cheatet und hackt und glitcht und. Ich dachte, das wäre ein ehrlicher Spieler. Wahrscheinlich ist das Geld, was er uns gespendet hat, auch irgendwie geklaut. Das ist Geldwäsche. Auch irgendwie ermodelt. Ach so, Spendenquittungen gibt's übrigens nicht, ne? Guck mal, Ricky, die Lisa, die ist extra gekommen und bleibt auch bis nach null. Nur für eine Person. Das ist voll lieb von ihr, ne? Ich freue mich immer, wenn sie da ist, muss ich auch gestehen. Was? Ich freue mich. What? 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 Aber, boah. Wie, der ist nicht... Wo muss ich denn jetzt hier What? Lang? Mein Controller war kurze Zeit nicht verbunden. Was? Wie geht das denn? Auf einmal fährt er einfach weiter nach links, so lalalala. Also du musst ja über diese Tankstelle fahren an der Wüste. Also, weiß nicht, wo du bist. Also hier passieren Geschichten, ey, da darfst du keinem erzählen, ne? Ist ja schlimm. Da war doch passiert schlimm, oder? Nee, da war ich noch nicht. Nein, nee, das war Harz, der Boom, jetzt der dann. Komm ich. Das war Harz, der Boom, der dann da auf der Band ist, mit dem blauen Fahrzeug. Ah, schön. Und das Geld ist nur geliehen. Achso, das müssen wir zurückzahlen, alles klar. Verstehe.
Bei mir steht sauberer Spieler. Mhm. Natürlich. Wenn du schon sagst, den pinken Flitzer kann ich dir auch geben. Den schenkt er dir. Give Card to Friend Glitch. Nein, das meint er so gar nicht. Mhm. Sondern mit realem Geld, ne, der spendet dann und dann kannst du Char-Cards kaufen und mit den Char-Cards dann eben das Auto. So meinte er das natürlich, ganz natürlich. Egal. Nein, die machen eine Tauschaktion hier bei Rockstar. Kommt ein neues Update und dann machen Tauschaktion. Kannst du dein Auto aussuchen, was du tauschen möchtest, gegen das von dem, was du haben möchtest. Wie Pokémon tauschen. Diese Banden, ey. Ja, aber da bist du auch nur eingeschlafen, Lisa, weil das immer am Ende des Streams war und ihr einfach nichts aushaltet, weil das einfach zu anstrengend ist. Das ist eben ein bisschen anstrengender als hier ein paar Ackerflügen oder so, ne? Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hier, hier musst du dich echt konzentrieren. Wenn du dann so ein bisschen unaufmerksam bist, dann... Steffen, ich fahre hier schon die ganze Zeit gegen diese Banden da. Ich habe den ersten Platz jetzt schon wieder abgespielt, weißt du? Hier, 22 Sekunden bist du wieder vorne. Ich nicht. 19 Sekunden Vorsprung, aber trotzdem. Ich versuche trotzdem immer mein Bestes zu geben. Nur für euch. Also wenn wir gleich noch ballern könnten, da könnte ich auch was gewinnen. Ist glaube ich auch die letzte Strecke, ne? Wenn es aus. Vorletzte. Echt? Okay. 6 von 7. Okay. Was habe ich denn dann noch genommen? Das würde ich doch mal gerne wissen, was du so alles genommen hast. Oh, das will ich gar nicht wissen. 30 Jahren, was meinst du, dass ich alles genommen habe? Drogen. Nee, ich meine jetzt in letzter Alkohol, Zeit. Geraucht habe ich. Was hast du gegessen? Roastbeef, Hühnchen, eine Pizza. Nein, ich meine heute Morgen. Roastbeef, Hühnchen. Eine Pizza. Ja. Das war hast du vergessen? Nee, habe ich nicht vergessen, das hätte ich noch gesagt, aber, so. Aber wollte ich nicht sagen, weil, nee. Komm her, Bitch. Ein bisschen Roastbeef, Hühnchen, Pizza. Vielleicht kriege ich den zweiten Platz noch. Also ich finde, Uphill ist irgendwie besser als Downhill. Ja. Ich versuche jetzt mal weniger zu bremsen und einfach mal ein bisschen mehr versuchen, auf Risiko jetzt zu gehen. Mach das. Kann ich vielleicht noch erster werden. Lief sogar gerade sogar sehr gut bisher. Also läuft bis jetzt gut, aber es sind jetzt ein paar Sekunden. Aber Downhill ist immer schwieriger, weil man da so verdammt schnell ist. Ja, also bremsen musste, also, aber ich versuche weniger zu bremsen. Hätte ich ein bisschen. Aber die Unebenheiten sind ziemlich scheiße, weil wenn du da zu schnell reinkommst, dann drehst du dich sofort. Oh nee. Fuck, verbremst. Jupp, Baum. Boah, das war knapp. Sehr gut, Baum. Ja, war knapp. Also scheiße. Für dich. Gut für mich. Ach ja. Komm schon. Spitze. Krieger. Boah. Meinst du den Baum? Wow, du bist so weit vor mir, gell? Oh, also du kannst dir ruhig mal leisten, da irgendwo runter zu fliegen. Steffen, das ist kein Problem. Oh, wow. Bande. Fuck. War zu viel Risiko, aber egal. Verlieren werde ich nicht. Hoffentlich doch. Seid die Fresse wieder groß aufgerissen? Sei denn, dein Controller ist auch irgendwann so, ach nö. Ach, weißt du, nö. Ich kann ja mal kurz gucken. Warte mal, ich dekonnektiere mich jetzt einfach. Ich gucke gleich mal, wie der Akku ist. Wenn ich eine längere gerade Akku gucke, der ist ja nicht leer gegangen, der Akku. Der hat einfach gesagt, hey, dein Controller ist nicht verbunden. Ah, okay. Warum? Wieso? Hallo? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht bleibt, ist dumm. Habt ihr gehört, ne? Bleibt ihr auch da, sonst seid ihr dumm. Das wäre so ein pinker Flitzer gewesen. Gerade, können wir kurz gucken. Akku? Oh, zwei Balken noch, alles gut. So, kannst weitergehen. Ja, der Controller hängt ja sogar am Kabel. Weißt du? Der ist auch das einfach. Ist auch einfach weg. Wollte ich cool um eine Kurve driften. Wow. Ich bin dann weg. Ja gut, Lisa, dann weißt du ja, ne? Weißt du ja, was Sache ist, ne? Ach ja. Nee, jetzt dann ernsthaft, bist du weg? Schon wieder? Schade. Naja, was soll's. Dann Wiedersehen. Dankeschön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal und
Ein schönes Wochenende. Kannst den Gossi gleich mitnehmen. Der sagt nämlich Tschüss statt Tschüss. Was ist das denn? Oh, nee, Jerry. Oh. Ach, nee. Was denn? Guck dir mal Jerry Mäuse an. Dafür? Ja, T20, ne? Und wo hat er denn die Reifen her? Hm, ja, keine Ahnung. Hier, da siehst du, wie der glitscht und macht. Ja, wunderbar, auf dem Acht. Und die Reifen sind nicht für diese Strecke ausgelegt. Nee. Scheiße Modder. Deine Modder. Die Lotte ist schon süß. Oh. Die Lotte ist schon süß da mit ihrem Thrax, ne, den sie gewonnen hat. Ist doch der Thrax, oder? Nee, das ist der Nero. Nero, achso. Ich dachte der Thrax. Na gut. Ich hab den Thrax. Bitte? Ich hab den. Wir schreiben wegen dem Termin. Alles klar. Thrax. Sollen wir mal 24-Stunden-Stream machen von GTA, Lisa? Oh. Was denkst du? Gab's bei Lidl die Reifen? Mir kannst du nichts vormachen. Also im 24-Stunden-Stream würde ich, glaube ich, mehrere Spiele machen. Was du würdest? Ja. Das interessiert keinen. Ey, guck mal, Carsten hat schon die beste Runde. Ja, und? Wann habe ich jetzt gewonnen? Nur 13. Ja, du sagst das immer. Ja, ich sage, hey, wunderbar. Aber mittlerweile finde ich das trauriger, weil ich nicht gewonnen habe. Trotz bester Runde. Ich brauche nur einen Punkt holen. Geil. Nur einen Punkt holen. Das sonst geht's. Wieso? Es geht immer. Alles gut, alles wunderbar. Dankeschön, mir geht's gut. Slalom in between the shipping containers. Ach ja, okay. Okay, find okay, a perfect line through the decreasing radius. Left turn to carry the most speed into the chicane. Was wollen wir nehmen? Sportwagen oder Supersport? Gibt's nämlich die zwei? Nö. Ja, dann Klassiker. Mach doch mal was Spannendes hier mit Coupés. Coupés, Muscle Cars. Oh, Coupés, ne? Coupés kriegen einfach zu wenig Liebe in diesem Spiel. Dann mache ich aber eigene Fahrzeuge aus. Von mir aus. dann tuckern wir damit. Geil. Oh, das freue ich. Da freue ich mich drauf, Steffen. Das ist jetzt schön. Ich wollte gerade. Ja, Coupé. Ich wollte gerade. Das ist gut. Lang nicht mehr mit Coupés gefahrt getan. So. Was? Fahrt getan? Shit. Welchen nehmen wir denn da? Ja. Ich nehme. Kann man den nicht holen? Wieso kann man den nicht holen? So Schiebung ist das doch. Arschloch, naja, komm. Nehme ich halt den hier. So, okay. Letztes Rennen der Spielliste. Hey, und da sind wir auch genug Rennen gefahren, glaube ich. Dann können wir mal ein bisschen ballern. Aber hey, komm, die haben Spaß gemacht, oder? Schon. Ja, danke. Auf mich wetten sie 1.000, auf dich 2.000 und auf Lotte auch 1.000, auf dich 3.000 sogar. Was? Ja. Siehst du, die lassen dich gewinnen, Steffen. Die fahren gar nicht richtig. Also die lassen uns gewinnen, einen von uns. Ich wollte gerade sagen, wenn du gewinnst, dann haben die auch verloren und du entscheidest es ja, oder könntest es ja auch entscheiden. Oh, sogar mit Kontakt. Ich hab eine Scheißkiste genommen. Endlich wieder mit Kontakt. Hier, oh, guck mal, oh, dieser Windschatten, herrlich. Aber den gleichen? Nee, du hast ein Orakel, ne? Nee, ich hab kein Orakel. Aua! Das war der Jan, das hab ich gesehen, Alter. Das war der Jan. Der Jan war das. Das war nice. Ich hab nämlich ein Oracle. Wow. Komm, fahr, Nami, hopp. Gib mir mal deinen Windschatten. Komm, Steffen, wir fahren hier mit unserem Rolls Royce hier. Ja, aber ehrlich, ey. Aber echt, hä? Machen wir den BMW davor fertig. Mach Platz. Meint ihr mich? Ich komm her. Mein Gott! Da war eine Kurve. Bremst doch mal, du Spacko. Was soll das denn? Verliert. Voran. Was hat denn hier da Hardstyle? Boom, boom, boom. Dass er so abgeht. Hau ab! Hau ab! Muss deine Kiste so lang sein? Mann! Ein Sentinel? Jo, Musik. Nami, geh weg mit deinen Augen. Mm-mm-mm.
Die anderen müssen alle weggehen, ne? Aber ihr dann, ja, komm, ey, den BMW da vorne, den rattern wir jetzt mal hier weg. Ja, komm, ja. Wer hat gesagt, dass wir den rammen? Ich hab's nicht gesagt. Hm. Wollte ich nur mal anmerken. Aua. Zwei Dinge Bande. Aua! Gossi sagt, wir sollen mit einem Smart fahren. Der Smart ist leider in der Kleinwagenklasse, nicht in der Coupé-Klasse. Ach, wie schön, guck mal, wie man herumtuckert. Ach, das ist so langsam, ne? Ganz entspannt. So gefällt mir das. So, Steffen, du bist doch so ein fettes Auto. Ja, bin ich. Ich kann keine Windschatten geben ohne Ende, Alter. Wenn du mich dann auch vorbeifahren lässt und ich ja, nicht einen Linkslenker mache. Guck mal, weiter rechts so. Kann ich nicht fahren. Guck mal, so nett bin ich. Wahnsinn. Da fährst du, oder was? Ja, jo, fahr ich. Aua. Immer dein Windschatten. Den hatte ich dir doch angeboten, Steffen. Ich bin doch extra vor dir. Oh, das ist aber lieb von dir, danke. Okay. Damit wir da den da vorne da. Grimsi da. Mit dem Pariah hättest du das jetzt wunderbar genommen, aber mit dem, ja. mit dem was hast du, Ines Windsor oder was? Windsor, ja. Ja. Da driftest du, weißt du, da kommst du nicht um die Kurven. Obwohl du halb so schnell bist. Ja, sorry, aber ist halt so. Der hat auch den Oracle. Ist doch mal schön, auch mit solchen Kisten zu fahren. Finde ich gut. Befürworte ich. Scheiße. Oi. Oh, Alter, der hat aber auch eine Wendigkeit, das lange Ding. Oh, Alter, ich hab extra abgebremst, dass ich nicht hinten reinfahre. Ist das nicht nett von mir? Okay. Mhm. Wunderbar nett von dir, Steffen. Wollte ich vorlassen. Ach, warte. Jetzt fangen wir. Steffen, wir haben jetzt die ganze Zeit, ne? Die ganzen 7 Rennen haben wir jetzt nicht. Also, ich würde es mir ehrlich gesagt wünschen, dass wenn man jemanden rammt, dass man dann wartet. Aber das, deswegen habe ich gewartet. Ja, klar, aber damit haben wir. Das ist ja schon ein länger Thema. Das hätte ich mir schon länger gewünscht. Aber das haben wir noch nie gemacht und wenn wir jetzt damit anfangen, dann macht ja sowieso keiner. Das macht sonst kein Aas, weißt du? Wenn wir dann spielen, dann müssen wir alles machen. Deadline, die ganzen anderen Rennen und die Ballermission, bei denen man sich aufregt, weil du so gut bist. Ja, also wenn du tatsächlich 24 Stunden machen willst, dann können wir tatsächlich auch alles machen. Casino heißt. Aber es sind eben heißt, 24 heißt. Stunden, ne? Das musst dir bewusst sein. Also. So. Treppchen for life. Das machen wir dann bei der Gamescom. Hä? Was machen wir? Ja, 24 Stunden. Ich nehme die PlayStation mit, ich nehme PC mit. Ja, und dann 24 Stunden Stream oder was? Ja. Im Dorinth Hotel. Im Dorinth. Ja, und was ist mit auf die Gamescom gehen? Ja, dann treffen wir uns da vorher, mein Gott. Also von. Okay, verstehe. Können wir Gegnermodus gleich machen? Ich liebe dich, Chico. Dankeschön, dass du das vorgeschlagen hast. So, oh, ey, guck mal, Gegnermodus, alle Mann. Habt ihr gehört? Ich hab nicht genullt. Gut. Guck, 99. Schnapszahl. Ich muss einen trinken. Prost. Ich würde sagen, Bunker Resurrection. Ha? Aber ich dachte, Lisa ist schon weg. Ja, und? Mit wem redest du in wegen 24 Stunden? Gossi. Achso. Wir laden alle beide aufs Hotelzimmer ein. Oder alle drei. In einem Doppelbettzimmer. Also in einem Zweibettzimmer, meine ich. Wir schlafen ja nicht. Ja, achso, ja, stimmt. Man und dann kommen wir auf die Gamescom, ey. Boah, nee, Alter. Was ist, Oh, guck mal da hinten die Ecke, ne? Da mit den ganzen, da wo die Cola-Pfütze schon angetrocknet ist. Da lege ich mich jetzt hin, das sieht gemütlich aus. Hingesetzt. Entschuldigen Sie bitte. Hallo? Und die Lisa nebenan. Ja. Ich schreit am lautesten.
Natürlich, das war ja. Was? Jan sagt, ich gehe da mal off. Du kannst doch nicht 13 Minuten bevor null, ich weiß gar nicht, ob Ricky noch da ist, ne, kannst du doch nicht off gehen. Öffne die Option Inventar im Interaktionsmenü, um mit deinem ferngesteuerten Panzer zu spielen. Können wir auch machen, Lotte, ja. Die Nami sagt, ihr spielt ja Schach auf der Gamescom. Und Mensch, ärgere dich nicht. Und im Hotel. Uno. Ja gut, aber mit dem. Im Hotel, mit dem, auf dem Tisch. Mit dem Steffen. Wer es noch nicht gesehen hat, Ricky ist die ganze Zeit da, sehr schön. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch den Vlog an von der Gamescom vorletztes 2018. Jahr. Da seht ihr, also mit dem Steffen spiele ich kein Schach mehr, kein Mensch ärgere dich mehr, kein Uno mehr und kein GTA mehr. Einfach aus Prinzip. Gut, alles klar, ich mach dann aus. Tschüss, ne? Sorry, Plashy Gaming Z, aber hier gibt's nichts von wegen Glitches, ey. Ohlala. Natürlich, ich hab Rechte, weil ich in der Mauscrew bin. Ach, die Mauscrew, ey. Müsstet euch mal umbenennen. Hier die Glitcher vom Dienst oder so. Oh, was war denn da? Glitches, Tryhards, Ding und Mods. In einem. Alles in einem. Wunderschön. GTF quasi. Glitch, Tryhard, Friends. So, wer lädt ein? Wer macht jetzt hier? Ja. Ich wahrscheinlich, nicht. Ne? Wie immer. Jo. Ja, komm, nee. Wieso frage ich eigentlich? So. Dann kannst du wenigstens. Bunker Resurrection. Du wenigstens nicht beschweren, was das für eine Scheiße ist. Alle einverstanden? Bunker Resurrection. Und da du eh mal rumjammerst, dann passt das doch. Darf ich noch mal jammern, bitte? Ja. Da ist jemand mit einer MK2 Operator. Ich hasse MK2 Operator. Deswegen habe ich eine Sitzung. Einladung. Nee, das ist ja die Nami, glaube ich. Irgendwer. So. Aber ist ja friedlich, aber trotzdem, allein dieses Gerät, ja. Wenn das da ankommt. Auf der Karte, ne? Und dann sitzt der da. Der Spieler. So, Bunker Resurrection. Achso, übrigens, danke, Jerry, für das Ding ins Bums gedöns. Aber wo siehst du die Crew-Farbe? Achso, gut, okay, du hast wahrscheinlich gesehen Crew und dann, ja. Die Walle wurde 10-mal außer Gefecht gesetzt. Och, ja. Nee, ich darf nicht hosten. Steffen, start mal bitte. Irgendwas. Ich muss jetzt hier raus. Irgendwas. Ist egal. Ich muss jetzt hier raus. Ich muss wieder zwischen Ladebildschirm. Och, Gegnermodus wurde sich doch gewünscht. Ach, irgendwas. Ja. Gegnermodus. Am besten Ballerei. Auf jeden Fall. Oh, Vehicle Vendetta hatten wir schon ewig nicht mehr. Ja, aber wir wollen ja Ballerei, ne? Ja, kannst du auch schießen? Ja, aber nicht per Hand. Ja. Wie viele Leute sind wir? Resurrection? 1, 2, 3, Jerry, Lotte. Ich wollte doch gerade mal gucken, wie man mit dem Ding schießt. Direkt so aggressiv, ne? Typisch MK2-Spieler. Sag mal, einer, stopp. Nee. Nicht nee, stopp. Ja, du hast gesagt, sag mal einer stopp. Hast nicht gesagt, Carsten, sag mal stopp. Ja, das ist richtig. Ja. Passi, ab. Der redet vielleicht, aber wir hören es wieder nicht. Ja, was? Tschüss. Ah, da muss man stopp sagen, schreiben, okay. Ist mir egal. Stopp. Woo! Oh Gott. Gossi. Das ist kein geiles Teil. Sprich mir nach. Wollen wir Team Ausgewogenheit einmachen? Das ist kein geiles Teil. 7 Runden oder wie lange? Nein, wir machen nur 3. 10 Minuten. War das irgendwie. Was war da? Warum? Was? Ein Attentat. Snester. Der Jerry. Jerry, eine Frage. Wie viel kostet nochmal so ein Orbitalschuss? Eine Million oder? 500.000, aber wenn man die Sitzung direkt verlässt, kriegt man das Geld zurück. Ach, guck mal, apropos Spiel verlassen, jetzt hat hier jeder das Spiel verlassen, ganz lustig. Dass ich dir so viel Geld wert bin, echt, 500.000? Jerry. Ich dachte 100.000. Ja. Und ich dachte 1 Million, aber gut. Nein,
Gossi, das Teil ist scheiße. Das ist für Tryhards und für Griefer und einfach für Noobs. Ja? So. Das waren meine letzten 750.000 Dollar. Wer es glaubt. Die erglich sie dir doch sowieso nachher wieder. Ich dachte, im Bunker Resurrection. Egal. Passt auch. Hast du nicht gesagt? Nee, ja, stimmt. Gegner-Modus, ich dachte nur, dass du das vielleicht, weil das ja Fan-Favorite ist, weißt du, verstehst du? Ja, aber ich dachte mir mal was anderes. Ja, nee, aber du das ist ja auch in Ordnung. Da waren wir ja lange mehr. Ja. Gossi, man kann auch mit einem Flugzeug fliegen. Mit einem ganz normalen Flugzeug, ohne Waffen, mit einem Propeller. Hm? Aber stattdessen hier so ein... Wo ist denn Sarah eigentlich? Weiß ich nicht. Ja, die auch mitmachen können. Ja, ich starte, ja. Aber Jerry, das finde ich, viel besser, ja, und ich fühle mich geehrter, ja, dass du Geld ausgibst, um mich mit einer Orbitalkanone zu pulverisieren, ja, statt dass du mir Geld spendest. Das finde ich so irgendwie viel, dankeschön, ja. Die 500.000, das spendest du das nächste Mal. So, geil. Pazzi und, oh nee. Naja. Auch ein anderes. Hast Team du eine Katze? Nö. Wie kommst und du wer darauf? Die da im Hintergrund? Also ich kann dich noch etwa 150 Mal weghauen. Alles klar. Und deswegen hat er. Ne? Das waren meine letzten 750.000 Dollar. Am Arsch waren das deine letzten 750.000. Lobby nur mit ein. Ich hasse dich, Steffen. Was denn? Lobby nur mit Einladung, schreibt der Chico. Du hast gesagt, ich soll Dingens starten. Was? Ach, das ist ja die. Du hast doch zu mir gerade gesagt, dann start du. Aber da hätte man noch einladen lassen können, also bis jeder da ist. Leck mich. Ja. Leute, wir brauchen Punkte. Ups. Ist das nicht ein Kratzbaum im Hintergrund? Nee. Das ist kein Kratzbaum im Hintergrund. Oh, wieso kommen die denn hier schon wieder von hinten? Und von vorne und überall. Wo kommen die alle her? Ja, aber egal, ich hab mein Dings da. Ich hab auch mein Spezialkarabiner. Dann läuft das hier. Warte, komm her mit deinem dicken Kopf. Ich meine, ist kein Problem, ja, dass du das nicht erkennst. Ist ja dunkel da hinten, ne? Das eine ist ein großer Lamp, das andere ein Baum, aber kein Kratzbaum. Und das da vorne wenn die Lador. Weil es momentan so heiß ist. Go Steffen. Jetzt wird wieder gecampt. Die fahren sich wieder alle fest. So. Jetzt nur noch das Nami-Line und dann haben wir doch. Warte mal. So. Wie war es mit der AFK war? Putz. 1-1, ja wie beim Fußball. Hui. Fein. Ja, schießt du mal da gegen die Fässer, Pazzi. Das ist gut. Was? Wir haben uns gegen Lech erledigt. Ah, ich bin wieder da. Sehr schön. Hat's gemacht. Der sniped. In der Ego. Ich hab angefangen, ne? Aber nur damit ihr beiden das wisst. Yay. Kurz wurde Sturmschrot. Was? Und an Nami. Zumindest sah es so aus. Wo bist du dran vorbeigelaufen? Ihr seid an Nami vorbeigelaufen. Zumindest sah es so aus. Aha. Zu weit vorne. Okay, also Jerry benutzt seine Tryhard-Snipe-Taktik. Ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Oder jetzt nicht mehr. Okay.
Alles klar, weiß ich Bescheid. Schön, gut zu wissen. Ach, was macht ihr denn da? Von wegen, Gossi, ne? Ich bin so gut. Steffen, geht's? Oh, danke, Passi. Ich bin Don. Habe ich übrigens letztens auf Autobahn gesehen, das Kennzeichen. Don. Was soll cool, das sein? Ne? Ja, ich hab meinen Rang erhöht. Don. Nee, das Kennzeichen. Ja, Düsseldorf. Dann ON. Ach so, ich dachte DON vorne. Was? Durch den Sandsack kannst du durchschießen, Miss Lotte? Was ist denn da los? Aber vielleicht hab ich auch aus der falschen Richtung gesehen, weiß ich nicht. Die leckt ist einfach. Scheißegal. Das ist das. Ich hab ja im Prinzip hier nichts gegen. Ja. Oh, Jerry, ne? Alter, weißt du doch, Jerry. Ich wollte gerade sagen, Miss Lotte, aber die wurde wieder belebt. Noob! Nee, Gossi, weil der Jerry auch recht gut ist. Das ist das. Da macht er seinen Lebtag nichts anderes. Hier im Spiel. Als Leute erledigen. Lotte, ich komme. Kuckuck. Gut, das war ein bisschen, ne? Bisschen pussig, aber. Kennen wir es anders? Schön. Wo ist denn der dicke Kopf vom Jerry hin? Da ist er ja. Der ritt doch weg. Kuckuck. Da hat kurz irgendwas wehgetan. Komm her, Liebchen. 23:59 Uhr. Dankeschön, Gossi. Gleich müssen wir singen. Autsch. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück, Ricky. Ja, man sagt ja auch, zum Geburtstag, liebe Ricky, zum Geburtstag viel Glück. Da hättest du das im Lied so mit, egal, alles Gute zum Geburtstag, Ricky-Leinchen. Ja, Mensch, da bist du ja schon alt. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, wie alt, aber du bist 10 Jahre alt. Schön. Habt ihr Kuchen dabei? Ich hab nichts was dabei. Ich hab nichts was dabei. Ach, schön. Wer schießt denn da? Es ist der 25. Januar. Vicky, du darfst dir was wünschen. Wir feiern hier. Hip, hip, hurra. Vicky, was wünschst du dir denn? Volljährigkeit. Was uns hier, also was wir hier machen können, was uns? Wie wollte ich denn hinter jetzt uns weitermachen? Keine Ahnung. Das ist doch nur die Nami. Ja, Envy ist mein Spiel. Was? Ich will das Spiel. Ist irgendwie kaputt, keine Ahnung. Dein Spiel ist dein kaputt. Dein Internet ist kaputt. Boah. So, Rickelein. Alles, was wir dir erfüllen können, am besten hier im Spiel, darfst du dir jetzt hier wünschen. Oder soll der Steffen dir noch was vorsingen? Oder. Oder so. Ha?
Also sieht ja bis jetzt ganz gut aus, ne? Ich gehe gleich eben zu meinen Eltern und schreibe den anderen. Okay, und danach sagst du mir, was du dir wünschst, okay? Okay. Guck mal, da liegt sie endlich. Mein Gott. Aua! Mein Gott, lass mich doch mal gucken, wie die da dann so langsam umfällt in Zeitlupe. Dankeschön. So, wo ist die Dings? Wer ist denn die Dings überhaupt? Die Lotte? Ach, da hinne. Hinter euch! Im Süden! Ich hasse die Deckung. Ja. Oh, Alter, ich habe aber sowas von Mühe in der Gegend. Gossi verpieselt sich mal. Oh. Ja, und der sagt auch nochmal, ja, spielen wie früher und tralala. Ich glaube, wenn ich nachher schreibe, ne, dann ist sowieso, dann antwortet ihr erst in der Woche und dann ist das wieder vergessen und dann, das ist wie so, weißt du, zum Geburtstag, ne, da sagt man, hey, alles Gute zum Geburtstag, Bro, hey, danke, Bro, ey, wir müssen uns mal wieder treffen, Digga, oh ja, unbedingt. So, und dann bis zum nächsten Jahr schreiben die sich nicht mehr. Und dann, hey, alles Gute zum Geburtstag, hey, danke. Hallo. Hä? Voll. Die leckt tatsächlich ein bisschen. Oh, cool. Mhm. Darf die das denn überhaupt? Hier antworten. Sprech für dich selber. Wir können ja auch eine... Nee, guck mal. dann antworten die erst recht nicht. Au, in einer WhatsApp-Gruppe. Das tat weh. Ihr juckt mein Ohr. 3-2. Oh, noch ein Ehrenpunkt. 7-3. Schön, schön. Wie viele Runden hast du gemacht? 3. Und danach Sumo, hä? Hä? Sumo Remix. Sumo Remix. Der Steffen, der bleibt aber nur noch eine Stunde, weniger als eine Stunde sogar. Aber Steffen, wenn du dir vielleicht ein Herz nehmen kannst. Soll ich deins aus der Brust reißen oder was? Von mir aus. Dann kannst du ja jetzt gleich hier nach Sumo machen und dann noch Deadline mitmachen, oder? Kann man sich mal überlegen. Oh, fein. Komm, dann lasse ich dir auch mal den Spezialkarabiner. Sonst bist Arschloch. Wie Arschloch? Weißt du, ich lass dir den und dann sagst du, dann sagst du Arschloch. Na, vielen Dank. Dir lasse ich nochmal den Spezialkarabiner über. Weißt du, ey. Was ist denn hier hinten los eigentlich? Was passiert denn hier? Nix. Okay. Sieg! Auf ganzer Linie. Der da ist mir übrigens, ne? Finger weg! Lasst ja die Flosse fort. Lotte! Nami! Jerry! Du bist auch hier irgendwo, da! Jerry! Jerry, Jerry, Mäuschen! Wo war der? Ey, da, in dem Turm da. Oh, jo. Läufst du ohne Waffe herum? Gerade schon, ich wollte nämlich den... Bist du nicht gleich ohne Waffe, bist du ein bisschen schneller zum Laufen? Nee. Nee? Okay. Nee, eigentlich ist das ja so ein Aber-Aber-Aber-Glaube. Aber-Aber-Aber. Was? Aber. Gleichfalls, Nami. Der Steffen ist gleich tot. Ist das? Von der Nami. Wer hat Geburtstag? Ricky Leinchen hat Geburtstag. Hey, hey, Ricky. Hey, Ricky, hey. Ganze 15 Jahre alt ist er. Nein. Oh, das ist fies. Boah. Hallo Lotte. Hallo Nami. Was ist dahinter gespawnt, ne? Ja, das ist so ekelhaft. Da ist man da in Deckung. Okay. Okay. Immer mit der Ruhe, Lotte. Und dann. Haha! Aua, mein Kopf. Oh, Scheiße.
Aber ich habe die Schrot von ihm besorgt. Das war mein Ziel. Ah. Komm hoch. Komm hoch. Bleib unten, wenn ich nachlade. Aber wenn ich schieße, komm hoch. So. Ich hab sie. Ja, die ist momentan. Da war noch einer. Naja, die ist momentan nicht da, weil die noch so anderen schreiben muss und dies und das und so, ne? Und Kuchen ausblasen muss und so. Aber dann kommt sie wieder, vielleicht. Hat Blasen gesagt. Nee. Sind wir hier Blasen, Kindergarten oder was? Pustest du, Ben, aus? Ausblasen tust Eier. Ja. Jo, Steffen. Pustern ist erwischt. Sorg du mal lieber dafür, dass die drei Leute da am Boden liegen. Ich kann nicht schießen, wenn ich da... Was ist das für eine Scheißdeckung, wenn ich da nicht schießen kann? Guck da mal. Da steht einer. Ja, Hättest du nicht den Flugzeugträger aussuchen dürfen? Was weiß ich, was das... Beschwer ich bei Passi, der hat Stopp gesagt. Wolltest du nicht mitspielen, Chico? Ach so, stimmt. Der Steffen hat ja wieder verkackt. Ich hab's gar nicht verkackt, du hast verkackt, weil du nicht einladen konntest, weil du nicht der Horst warst. Ich hätte den ja einladen können, aber irgendwer hat ziemlich schnell gestartet. Genau. Wo wir noch ewig auf Dingens gewartet haben, auf wir waren der Letzte da. Was für Fassi, der Letzte? Opportunistenschwein! Na gut, bin ich auch, wenn ich hinter dir spawne, aber trotzdem! Naja. Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Alter. Ich bin wieder da! Komm, 3 gegen 1, das schaffen wir doch wohl, oder? So. Okay, 2 gegen 2. Bei Jerry bin ich. So, perfekt. Und Jerry, falls du dich wunderst, wie, was ist denn da passiert? Guck in den Stream. Da ist nämlich so eine Lücke. Und da kann man Piu, weißt du? Piu, Piu, Piu machen. Kann man da? Oh, das ist aber schön. Was lacht ihr denn da? Das ist ungerecht, Leute auszulachen. Kann nicht jeder so gut sein wie ihr? Leute. 11 zu 1. Die Nami. Ja, sorry. Ja. Soll ich sagen? Komm, Nami. Erledige mich nochmal 10 Mal, nur damit das 11 zu 11 steht. Mm-mm. Ganz sicher nett. Fräuleinchen. Doch, Steffen. Ja, du kannst da rüber schießen, ne? Die Stadt guckt nur raus, aber du kannst da oben rüber schießen. Und sag ich doch. Steh mit meinem Oberkörper darüber und er sagt da. Sag doch, das ist ein Modder. Hab ich's nicht gesagt? Ich hab's doch gesagt. Was hast du gesagt? Dass er ein GTF-Freund ist? Also, ein GTF-Effer ist ein GTF-er. Glitch. Tryhard. Friend. Passi, hinter dir. Passi. Hinter dir kommt der Nami. Und Jerry kommt auch zu dir. Nee, Jerry. Scheiße. Jerry ist da. Achtung. Gib dem bloß nicht einen Punkt. Die Nami ist hinter dir. Gib dem bloß nicht einen Punkt. Ist doch wirklich scheiße, dass man da gar nicht schießen kann. Ja, dann guck doch mal hinter dich. Hinter dir. Ja, hinter dir. Wie viele hinter dir gibt es dann? Genau da. Die war bestimmt auch auf deiner Minimap, ey. So wie die sich da angeschlichen hat da und... Und dann dahin und dann... Ja. Ich bin eine Hexe. Nö. So, Jerry, komm her. Ja. Haben wir Granaten? Nee. Das hättest du schon gemerkt, hätte Jerry mich schon geworfen. Warum hab ich die Schrotflinte? Ich merke ich ja jetzt erst. Denk nur gerade, hä? Da kann
Ich schau mir in die Mundwinkel, ey. Hinter dir, Pasi, kommen zwei. Hey. Also wenn der Pasi letzter ist, ne, dann gibt das nichts. Ganz ehrlich, ich mag nichts mehr aufregen. Aber Jerry, du musst mal mehr in die frische Luft und nicht ständig vor der Konsole sitzen. Aber ganz ehrlich, das ist doch nicht normal. Der macht Homeoffice. Also das heißt, der muss gar nicht zur Arbeit oder so weit raus oder so. Ja. Wir müssen zuerst Jerry und dann die anderen. Ist doch scheißegal, in welcher Reihenfolge. Hauptsache, die sterben irgendwann. Komm her, Bitch. Obwohl, wir können jetzt einfach hier die 2 Minuten einfach hier chillen, oder? Ja, wir haben eh gewonnen. Deswegen. Pack den Gaskocher aus, Jungs. Und die Ravioli. Wir sind fertig. Kuckuck. Gut gemacht. Passi, was unter Chillen hast du nicht verstanden? Der trägt mich langsam auf, du, ey. So, jetzt frage ich mich nur, wo die andere herkommt. Ja, ich kann das mal. Achtung, Steffen. Sehr schön. Achso, da kommen wir noch her. Ja. Weil Passi ja erledigt worden ist. Koja 15, Hallöchen. Guten Tag. Hallo. Oh, du warst das doch. Okay. Zockst du morgen Red Dead? Unwahrscheinlich, weil ich morgen arbeiten muss. Ich steige in Cargo-Bob ein, flieg weg. Ach, geht nicht. Aber, Schade. Irgendwann auf jeden Fall nochmal. Ja. Nur wann, das kann ich leider so nicht, Nach der Runde komme ich. Ja, nach der Runde machen wir dann Sumo. Oder? Also ich meine, wenn du jetzt zuguckst, ich guck mal. Guckst du zu? Nee. Okay. Dann hättest du ja jetzt die Runde mitmachen können. Also ist Sumo auch in Ordnung, Chico? Oder bestehst du auf Schießen? Hey Jerry, ich bin der Tom. Ja, jetzt habe ich das gerade gehabt. Ich so, wie, du bist da? Habe ich mir überlegt. Und dann, als ich es aussprechen wollte, ach so, wegen Tom und Jerry, verstehe. Okay. Da muss ich auch erstmal. Das habe sogar ich verstanden. So, ja, ich ja auch, nur eben ein bisschen später. Und eine Runde. Jerry ist voll unter Frauen, weißt du, das ist eigentlich voll der Frauenheld. Der ist doch selber eine Frau hier in dem Spiel. Wenn du zockst, sag Bescheid. Also, du hast mich in der Freundesliste. Ja, okay. Folgst du mir bei Instagram? Dann kündige ich es extra da an, nur für dich. Weil dann siehst du das. Weil ich weiß es ehrlich gesagt. Wobei wir schon ewig nichts mehr angekündigt haben. Ja, deswegen sage ich ja gerade, dann kündige ich das extra für dich an. Ja, irgendwie. Ja, wie das hier jetzt, weißt du, da hast du Spätdienst und der Steffen hat keinen Bock. So, und dann stehst du da. Kannst nichts posten. Ja. Übrigens bin ich so gut wie tot, ne? Macht ihr das mal bitte da. Danke. Hallo Ricky, so? Du bist wieder da, das ist schön. Hey. Du hast noch einen Wunsch frei, glaube ich. Da war irgendwas. Wir haben es vergessen. Also solange das nicht beinhaltet, dass einer von uns beiden sich ausziehen muss. Jerry ist beim Jet. Aha. Ach, ich schieße auf Land. Ich schieße die Beine. Aua. Ich schieße auf die Beine. Das gleiche riecht verzweifelt. Stirb. Yay. Warte mal, bevor ihr da macht, ne? Lass mal die Nami gerade in Frieden, bitte. Ich brauche den Spezialkarabiner. So, okay, macht. Ich meine, es dürfen sich schon Leute, aber das macht keiner, ne? Oder Steffen, würdest du dich vor der Kamera ausziehen? Nee, jetzt bei YouTube doch nicht, nein. Ja, da wäre ich noch gesperrt, hallo? Meine ganzen hart erarbeiteten 206 Abonnenten. Oh nein, Katastrophe. Steffen, die Abozahl, das ist nur eine Zahl da, ja, die da steht. Das ist überhaupt nicht, ne? Hat überhaupt nichts zu sagen, ehrlich gesagt. Weißt du das? Ja. Ach, das war.
Also ist eigentlich egal, ob du jetzt von null wieder anfängst und zwei Zuschauer hast oder ob du 206 Abonnenten hast und zwei Zuschauer. Ne? Hey, wo weißt du das, dass ich zwei Zuschauer habe? Hast du? Ja. Yay! Ich hab einen Kill gemacht. Guck mal, die Riki, ne? Die hat geschrieben, also ich so, ja, übrigens, hast du einen Wunsch frei und so. Und die dann, und dann habe ich wahrscheinlich gesagt, es sieht sich aber keiner aus. Und die dann, oh, habe ich so, als ob ich sie unterbrochen hätte, weißt du? Ah, ja dann, ach nee. Ja, war lustig. Oh, Jerry will sneepen. Komm her da oben, mit deinem dicken Schädel da. Au, das war mein dicker Schädel. Mist. Wer hat das Brot? Wieder lacht. Warte, du sitzt da jetzt in seinem Stuhl da. Wer hat das Brot? Lustig. Ihr könntet den Jerry mal da vom Dach holen, oder? Ich wünsche mir eine neue PS4 oder GTA für den verkackten PC. Das Zweitere, das würde dir nichts... Gut, das würde dir was bringen, das würde dir GTA bringen für einen verkackten PC, aber dann könntest du nicht mit uns spielen und das ist schade. Und das Erstere, da musst du dich an den Jerry wenden, weil das kann ich dir jetzt leider nicht erfüllen, aber er schon, er hat Geld, er kann dir einfach was spenden und dann geht das. So. Ja, so eine gebrauchte PS4, wie viel kostet die? Wohl nicht allzu viel, oder? Nee. So. Naja, heutzutage rasten die Leute aber richtig auf. Eine gebrauchte 150 Euro oder. Ja, 80, ja. Uiuiui. Uiui. Ich bin tief im Feindgebiet. Guck. Du steckst tief drin, ja. Mhm. So, Nami, das wird dir jetzt, glaube ich, nicht gefallen. Passi! King? Sonst was? Dankeschön! Du bist ein lustig Kovalenzer Schengelchen. Hey, ob du willst oder nicht. Hui! Perfekt. Ja, vielen Dank, so, ne? Finde ich gut. Aber Passi, du hast mir gerade einen richtig geilen Kill versaut. Oh. Hast du verdient. Salut, Ibims. Ja, guten Tag. Bonjour. Bist du französisch? Wegen dem Salut? Ach, da war noch einer links. Scheiße, ich hab gesagt, da wären nur zwei. Alles klar. Wir feiern hier gerade Geburtstag, auch wenn es so aussieht. Ja. Ich hab keine Feuerwerksraketen. Ja, ich brauche eigentlich so eine Partytröte. So. Die Nami, ey, die klettert da großartig noch die Heuballen hier hoch, die Sandsäcke oder was auch immer. Und gerade oben angekommen, puh, und ich hab puh, und die fällt dann wieder runter rückwärts. Ach, schön ist das, lustig, aua. Ah, du bist German, alles klar. Wo kam das her? Ich bin tatsächlich auch German, stell dir vor, ey. Du bist Germ, ich bin Germ, wir alle sind Germ. Guck, die da jetzt auf einmal her. Ja, sie es ist Germ. Oh, kennt ihr das von SpongeBob und Bambo? Ah. Ich Bambo, du Bambo, er sie es Bambo. Die Lehre des Bambo, Wambologie. Lehre des Wambos, Erstklässler. Das steht ja auch auf M wie Mini. Muss es sich auf W stellen, wie Bambo. Der sagt das so selbstverständlich, ne? Ja, dann steht ja auch auf M wie Mini. Muss auf B stellen. Wie? Das weiß ja jeder. Wie Wambo. Ach so, natürlich. Wambo. Sorry, mein Fehler, klar. Ist das dein Ernst? Wo kamst du dann her? Wo stand die Lotte, Steffen? Hinten. Also, wo wir gespawnt sind, dann rechts. Ja, irgendwie oben noch oder so? Nee, oder? Nee, unten. Okay. Passi? Ja. Passi, du hattest da was hinter dir. Spritz. Bitte? Ja, Spritzputz. Was? Spritzputz. Kacke. Flitzekacke. Aber Spritzputz nicht.
Spritzpups, Putz. Kapier ich nicht. So, hier hat sich irgendwo noch jemand versteckt, oder? Naja, wir sind fertig, okay. Ich dachte, das dauert aber ein bisschen. Leute, hat sich schön nach vorne gebeugt, ich hab mich dahinter gestellt. PS4 oder PC-Spieler? Glaube eher PS4, oder? Jo, korrekt. Richtig. Chillt doch mal, ey. Dringend eines unfair. So, 2 gegen 1, 1 gegen 1. Jerry! Oh. Kann man mitmachen? Natürlich kann man mitmachen. Jeder kann mitmachen. Grundsätzlich, wir brauchen nur. Och ne, das ist aber jetzt Schiss. Hör mal, Nami. Pass mal auf. Komm mal her. Nee, pass ich schon wieder! Was waren da? Ich hätte das genauso machen können wie eben. Und du dann nicht. Ich hab's nicht gesehen. Ja, das geht leider nicht, Kingsmar. Aber mein YouTube-Name und mein Instagram-Name und mein Name überall ist... sind identisch. Der gleiche. Deswegen, dann darfst du mich gerne mal suchen und dann eine Freundschaftsanfrage und dann... kriegst eine Einladung und dann kannst du gleich mitspielen. Wir machen jetzt noch Sumo und danach auf jeden Fall noch Deadline. Vielleicht kannst du dich da ja reinschmuggeln bei Deadline. Vielleicht bist du ja schnell genug. Auf jeden Fall könnte dann ja schon Ende sein, weil hier einer der Kollegen, die ich hier vorhabe, leider nicht so lange kann oder so lange will oder so lange... Ne? Genau. Ja! Mein Gott. Ich müsste mal einen Nightbot einrichten, glaube ich. Ja, mach doch. Ist doch einfach. Ja, aber hatte ich nie die Motivation zu. Und Vor allem Steffen, für 3 Leute, ne, die eh nicht wissen, was ein Nightbot ist oder den nie benutzen. Ja. Schlimm, wenn nicht einer von den Welche 3 Leute? Schlimm, wenn ich einer von den Tryhardern bin, die einen über den Haufen schießen. Alles gut. Hier, der Jerry, der gerade mit uns spielt, das ist auch so einer. Also, ne? Solange du das nicht mit uns so die ganze Zeit machst, so, ne, weil wir spielen eher miteinander, ne, wenn wir Freunde sind. Ja. Naja. Was du miteinander machst, ist mir eigentlich scheißegal. Was du mit den anderen Spielern, die mich nicht interessieren, machst, das juckt mich ja schon gar nicht, ne? Also ich persönlich hasse Tryharder, aber eben nur, wenn ich gegen sie spiele. Ne, weil die einfach... Das ist was Persönliches. Finde ich einfach kacke. Ey! Lotte! Komm, jetzt versuche ich es nochmal. Duck dich nochmal. Ach nö, geht nicht. Naja, dann eben so. Komm her. Nein, okay, dann nicht. Schade. Das habe ich mir anders vorgestellt. Weil manche denken, dass ich hacken tue, weil ich nicht sterben tue. Ja, genau. Das ist ja das Schöne an den Tryhard. Ja, ne? 57.000. Aber damals zu PS3-Zeiten, ne? Da habe ich immer im Spielchat auch gehört, wenn ich jemanden erledige, und der da so, ey! So, und dann so, na, irgendwann steht es dann, weiß nicht, 20-0, irgendwas zu 0, ne? Und dann, ey, Mod ist doch, ne? Und ich da mit meinem einen Controller, ne? Kein Mod-Menü, kein nix, ne? Nee, hallo? Ich bin einfach geil. Ja, aber das war damals. Jetzt habe ich das langsam nachgelassen. PS3 ja, warst du Modder, älter, natürlich. Ja? Die PS3-Modder sind jetzt die PS4-Tryharder, ja. Bitte was, Steffen? Und ja. Glitcher, was? Ja, siehst du, du wirst auch alt und ich gebe Pullern. Schon wieder? Ja. Du hast wirklich eine Prostata-Hyperplasie, Steffen. Würde ich mal zum Arzt gehen, dann steckt er dir den Finger in den Arsch und dann stellt er dir die Diagnose. Fick dich. Bis gleich. Wann machen wir Deathmatch nach Sumo? Meinst du Deadline nach Sumo? Oder, also von mir aus können wir noch ein... Das musst du gleich... Geh mal zum Steffen... Klär das mit dem, dass wir nach Sumo nochmal hier irgendwie was Geballere tun, ne? Weil dann können wir noch was zwischen Sumo und Deadline quetschen. Genau. Ich musste den schon überreden, weil der nur bis 1 Uhr wollte, dass wir nach Sumo noch Deadline machen, egal wie viel Uhr es ist. Aber da noch was dazwischen quetschen. Also der ist gerade pissen. Und dann kannst du mal überreden.
Open Lobby. Oh ja, so ein Lobbykrieg gegen andere, gegen so irgendwie so Organisationen oder sowas. Oh. Hallo Steffen, hast du das gerade gehört? Der Chico, der will dich zu was überreden. Ja? Jobspiel von Rockstar erstellt. Gegnermodus. Sumo Remix, ne? Hey, Passi! Ja. Sag. Ja. Sag mal eine Zahl von 1 bis 7. Bitte. Ganz froh sein, dass ich das gehört habe. Das war nur so. Ganz leise. So. Hey, Passi! Ja. Was ist? Alles klar? Lobbykrieg, bin ich dabei und hab paar Leute in Party, denen langweilig ist, aber das sind so richtige Drecksspiele. Ah, ich hasse Drecksspiele. Oh, da sind. Egal, komm, da sind Leute drin. Egal, komm. Da passen noch welche rein. Je mehr, desto lustiger. Oh, wie, Freunde, die GTA 5 spielen, sind eingeladen. Wer jetzt nicht kommt, der ist selber schuld. Heißt du auch Passy King Smile? Hey, Passi, sag mal eine Zahl. King Smile 6. Aber ihr hattet ja dieselbe Zahl. Ja, also. Okay, komm, sag mal KD. Okay. Hier, sieht man das? Ne, sieht man nicht. 2,28. So ein richtig heftiger Tryhard. Ja. Hallo, Steffen. Bist du drin? Del Prinzo ist drin. MS Lotte ist drin. Nami ist drin. Passi ist drin. Devil Legend ist drin. Jerry ist nicht drin. Willkommen, meine Freunde. Miss Lotte ist auch drin. Hab ich zumindest gerade gesehen. Ich bin's, Justin. Oh, wir sind voll. Cool. Nicht mehr. Money ist gerade raus. Hey, Jerry. Money, Lust money, auf, money. Auf Sumo? Huh? Oder, hey, Kingsman. Hm. Okay. Der Krebs. Money, oh, also was trinken wir da, ey. Immer ungerade. 15. Ja, direkt nachfüllen, Steffen. Damit du in 10 Minuten nochmal musst. Ich bin's Necro. Kann ich dir schicken, Jerry. Ja, also ihr zwei, ihr könntet euch ganz gut unterhalten. Jerry und Kingsmile. Wegen welcher ist am gut besten? Geländewagen Marshall. Grundsätzlich. Ja. Ich bin bereit. Wer ist bei mir im Team? Keiner von euch. Doch. Chico. Chico Chips. Pink ist Name. Hast du lange nicht mehr gehört, Chico-Line, ne? Ich hab's auch nicht gehört. Passi und Carsten sind in einer Sitzung. Wahrscheinlich sind eure KDs zweistellig, hä? Wahrscheinlich habt ihr auch Jets und MK2 Oppressors und. Ja, Jet habe ich auch, und? Schön. Ja, aber du benutzt es nicht, um jetzt, ne, die ganze Zeit und wie du es benutzt. MK2 habe ich auch. Ja, weiß ich. Bist ja auch scheiße. Ja. Aber du benutzt es eben anders als jetzt, ne? Hey, da ist ein Marshall-Freund. Das ist Rolls-Royce. Wer ist denn der Marshall-Freund? Passi ist mein Marshall-Freund. Oh, wir sind zu viert. Da ist noch ein Marshall-Freund. Was? Jawoll. Das ist ja alle Neune. Und noch ein Marshall-Freund und noch ein Marshall-Freund. Wer ist das denn? Sugar Cash? Oh. Ja, alle raus! Bam! Oh! Lotte! Oh. Sorry, ne? War ein Versehen. Es tut mir Lotte wirklich... Ist in meinem Team. Aber wie ich die, ne? Die fährt da lalala und dann kommt der Marshall. Botz! Weg! Nee. Och, Steffen. Ich bin aber auch gestorben. Ich bin jetzt aber auch gestorben. Ja, das hast du dir auch verdient. So früh kann ich doch nicht raus sein, Steffen. Was erlaubst du dir? Nee, tut mir leid, aber du hast mein Teammate gekillt, Lotte. Hab einen mit 18er KD, sind aber 18 Kills und 0 Tode. Ja, herzlichen Glückwunsch, wahrscheinlich auch noch gegen AFKler. Und dann so, hey, ich hab 18er KD, ne? Boah, geil. Ich hab Leute gesehen mit einer 999er KD. Aber naja. Zu 0 oder was? Also, nee, 99% hast du, ja? Boah, ey. Ja, nix Prozent. Das ist doch keine Prozentzahl. Du hast ja keine 1, oder 2,0%. Doch.
Das heißt, du machst 2 Kills und stirbst dann. Ja, genau. Wenn du 2 Kills machst. Ja, das ist nicht 2%. Und einmal, ja, das meine ich ja auch nicht gerade. Ich habe mich ja verbessert. Aber das ist Prozent. Wenn du 2 Kills machst und einmal gestorben bist, was steht denn da? 2. Siehst du, also 200%. Oder? Weil dann ein Punkt ist nach der 2. Das ist ein Komma. Ja, oder Komma, ist doch scheißegal, ob jetzt ein Punkt oder ein Komma. Trotzdem ist es ja 200. Ich wüsste nicht, dass das jetzt Dezimalstellen jetzt oder beziehungsweise generell ab 100 schon gepunktet werden oder gekommert oder wie auch immer. Naja, auch einfach immer in den Jet sitzen und dann schaffe ich innerhalb eines Tages mindestens 200 Kills. Das ist die Definition von einem Tryhard. Ja, wunderbar, oder? Wirklich, Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Gut, sehr gut. Und dann, wenn du beep 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 hörst, ne? Wenn du dann beep beep beep, beep beep beep, beep ne? Dann einfach, ach ne, hier, selbst töten oder, ne? Irgendwie sowas, ja. Och nee, nee, nee. Oh, Nami hat uns rausgeschmissen. Oh, ja, Chico, der Grüne! Oh, alle beide. Der ist ja geil mit seinem. Der ist ja krass mit seinem Winzer da, ey. Dass der mit dem Winzer überhaupt irgendwas reißen kann. Ja. Und er reißt da vielleicht ein Telefon, wo ist das Wasser? Wo ist der Chico? In welchem? Bei mir. Team. Und Lotte. In Lilla. Da ist hier nur noch ein Ford und 2 Rolls-Royce. Das ist doch kein Rolls-Royce, ey. Das ist ein Bentley oder sowas. Mir aus wie ein Rolls-Royce. Hat 4 Reifen, Lenkrad, ein paar Scheiben, ja, Rolls-Royce, ne? Ja, genau, oder so. Ich würde sagen, es ist ein Auto. Brumm, brumm und so. Tut, tut, Hupe. Der pinke Marshall, wie schreibst du denn Marshall? Süß. Bin ich. Alles klar. Marshall Power! Shell wie die Tankstelle, wa? Bitte? Shell wie die Tankstelle. Nö. Oder SCHLL. MARSCHEL. Also so ähnlich wie Muschel, nur eben, ne? Ah. Ja. Nur eben Marshall. Muschel. Fortfahren. Ihr seid grün. Ach, Chico, hast du jetzt so langsam mal mit dem Steffen gesprochen? Zufällig? Ich habe eben gesagt, er soll mal mit dir Kontakt aufnehmen. Weil? Das. Naja. Wird er mir dann wahrscheinlich erzählen. Genau, hoffentlich, ja. Hast du einen Link? Ja. Reingesteckt? Ist in der Videobeschreibung, der Link zum Steffen. Ja, siehst du, bei mir brauchen wir nur Arschi reinschreiben, geht automatisch. Ah, schön. Aber bei mir muss man das Mausrad Arsch so ein bisschen runterdrehen. Ist das ein Problem, oder was? Ja, ich hab keins am Handy. Ja, am Handy gibt's auch kein Mausrad, aber dann patschst du einfach an den Bildschirm und machst Hey den. Nee, fertig. Da muss man erstmal das Dreieck drücken, damit sie das unten aufklappt. Was? Halt die Fresse hier, ich schieb die ein bisschen weg. Was hast du da für ein Handy mit dem Dreieck drücken? Nein, du musst doch erstmal die Videobeschreibung aufklappen. So, das meinst du? Das Dreieck, wo ist denn dann? Ja, okay. Warte. Ist ein Dreieck, meine ich. Warte. Oder Pfeil, aber nee, das ist eher ein Dreieck. Ja, warte. Ja, ist ein Dreieck. Ja gut, ein Pfeil, welcher ein Dreieck ist, also beides. Ja. Ist egal, nächstes Mal. Ich frag jetzt für dich. Steffen. Chico fragt, ob man nach Sumo vor Deadline noch irgendwie also er hat jetzt gesagt Deathmatch, aber ich weiß nicht, ob auch irgendwas anderes Geballere geht. Also ein Deathmatch wäre ja nur eine Runde, das wäre relativ schnell erledigt. Können wir machen. So, siehste, wieso bin ich so früh schon wieder weg? Lass mich doch einfach mal in Frieden. Hast mir vorhin meine Frage nicht, ob du morgen auch. Alter, wie viele gestorben sind? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wo war denn die Frage? Alter, der Revolver ist auch fies, ey. Nö. Aber um deine Frage zu beantworten, die du nicht gestellt hast, nein, morgen bin ich nicht da. Kiriki muss gleich schlafen. Okay. Aber gleich, ne? Nicht jetzt. Erstmal müssen wir deinen Wunsch erfüllen. So, Steffen, dann zieh dich mal aus. Du fängst an. Was? Ja, das war doch Richis Wunsch. Ich kann jetzt nicht, ich bin doch am Fahren. Sorry.
Justin, am Wochenende, also ich bin einer von der Sorte, die am Wochenende auch teilweise arbeiten müssen und deswegen habe ich leider nicht, wie die meisten, am Wochenende Zeit. Einer hat das Spiel verlassen. Oh nein. Bucket. Weiß ich nicht, irgendwas mit PT. Boah, Alter, hol dir ein Fernglas oder was? Ich kann es mal nicht lesen. Ja, deswegen hol dir ein Fernglas. Bucket Team. 8 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Mann, das sind 3 Meter oder 3 Meter. Deswegen hol dir ein Fernglas ran. Mein Gott. Oder ein größerer Fernseher oder so. Packst dir deine ganze Wand von Door bis Door mit so einer Leinwand. Und dann, oh Steffen, das wäre eigentlich ziemlich geil. Eine Leinwand und dann über dir ein Beamer. Hä? Genau, und dann hast du richtig viel Verzögerung. Und dann werde ich jedes Mal abgeschossen, obwohl ich eigentlich schon um die Ecke war. Super Idee ist das. Ja Leute, das mache ich. Immer diese Gewalt. Muss das denn immer so gewalttätig sein alles? Nee, Steffen, der hat einen Revolver. Also so schnell geht er nicht down. Ich habe gleich einen Revolver. Auch sonntags. Wochenende schließt auch sonntags mit ein. Also heute, Samstag, habe ich spät. Deswegen können wir jetzt noch streamen. Ne? Aber Sonntag habe ich einen Frühdienst, deswegen zwischen Samstag und Sonntag, da geht da nix, leider. Hör rein, Leute. Schaffe. Ja, so, siehste, hier, so, oh, fertig. Marshall, so, siehste. Seht das? Chico! Wunderbärchen. Ja, Mann. Was war das denn jetzt für eine Geste? Die hätte ich gerne mal gesehen. Was? Die Geste, die ich gehört habe von dir. Die, wow, die hätte ich gerne mal gesehen. Ja. Und von Sonntag zu Montag, da habe ich nachmittags zur Zeit, aber da muss ich mich von meinem Frühdienst erholen und auch jeden Tag streamen. Weißt du, wenn man jeden Tag streamt, dann ist das irgendwie nichts Besonderes mehr. Ne? Ich kriege ja ständig vom Jan freitags hier so eine Nachricht. Hey, streamt ihr heute? Weil das ist dann eben, ne, wenn man jeden Tag streamt, dann ist ja dann... Naja, ich sag mal so, man könnte auch... Ich hätte nichts dagegen, alle 2 Tage mal oder alle 3 Tage mal. Ja, ne? Also nee, 2 bis 3 Mal die Woche ja, so. Dann ist das ja nichts mehr Besonderes. Ich kann nicht, zeitlich. Ich meine, da würde man wahrscheinlich, Steffen... Verpiss dich da, du Drecksack, wer ist denn das? Dann würde man wahrscheinlich, Steffen, viel mehr Leute ansprechen, viel mehr Leute sammeln, ne? Wenn man dann jeden zweiten Tag. Aber wie gesagt, da fehlt die Zeit. Ach, übrigens habe ich mich eben wieder rausgekickt. Der Steffen, der hat Familie. Ja. Und das ist einfach eben. Ne? Alter. Mann, außer wenn wir jetzt Urlaub haben oder sonstige Geschichten, beschränkt sich das Stream leider auf das Wochenende. Ne? So, und jetzt werde ich hier bitte nicht rausgekickt. Ja, ich bleib extra mal hier hinne. So. Tschüss. Oder ab. Ich bleib hier. Machen da eine Marsche? Nein. Black Wolf. Ist gestorben. Traurig. Jetzt mal. Yay! So lange war ich noch nie in einer Runde. Nee, noch hier. Nie ist gelogen. Noch nie in diesem Stream, noch nie in diesem Match. Okay. So wie du eben. Oh, ich war noch gar nicht Erster. Oder die ganze Zeit vorher schon mal Erster war. Ja, noch gar nicht. Kann man ja wieder ein bisschen anders sehen als noch nie. Weißt dann du? Ist doch dasselbe. Noch gar nicht ist noch nie. Och, Steffen, ey, weißt du, wenn du so klug scheißen willst, aber dann überhaupt nicht klug scheißt, sondern einfach nur dumm scheißt, weißt du? Wenn dumm scheißt, ne? Herrlich. Lotte, hau ab. Ach, guck mal, wie schön bunt das da links ist. So schön pink und lila und grün. Wunderbärchen. Und Nami schreibt nein in den Chat. Aber nein. Hey, eine Freundschaftsanfrage. Hast du was dagegen, wenn ich die annehme, wenn die Runde hier zu Ende ist? Boah. Oh, du blöder Arsch. Oh, wer auch immer das war. Der orangene. Ist doch zu Ende. Der orangene Marshall, wer war das? Wer ist das? Orangener Marshall? Ah, der Sugar Cash, ne? Ja. Mhm. Okay. Den merke ich mir. Alles klar. Ja, sehr gut. Scheiße. Alles klar. Oh, mein Controller geht gleich wieder in die Knie.
Liken, schön. Abonnieren, kommentieren. Ich oder tut nicht. H-Bomb schaut jetzt zu. Schön. H-Block kenne ich, glaube ich, hießen die damals. Ja. H-Block, glaube ich, hießen die mal, oder? Was für eine Band? Wer denn? Eine Band, hab ich doch gerade gesagt. Nö, hast du nicht. Hab ich gerade zweimal gesagt. Dann hast du gesagt. Dummschwätzer. Ja, habt ihr schon wieder kein Über. Wenn du da irgendwas rumstammelst, ja, und dann sagst, hab ich doch gesagt, ja, das ist. Wirklich. Dachte, du liest noch die Nachricht. Was für eine Nachricht? Steht die da noch? Nee, ich glaube nicht mehr, ne? Soll ich denn Nachricht schreiben? Also hier die, ja, die hier. Die Nachricht, ja, die kann ich mal vorlesen. Was hast du denn geschrieben eben, Justin? So, Girl 53G33 sagt, Hi, I'm looking for a man. Check my naked pics on my profile on this dating website. Ja, what? Nee, ich glaube nicht. Ja, Leute. Nachrichten liest du erst, wenn du spendest. Ja. Oder wenn du Girl im Namen hast, dann lese ich die Nachricht auch. Hallo Ricky, schön, dass du wieder da bist. Ja komm, gib Gas mit deinem Cyclone. Yeah, wie voll. Lotte. Dafür bekommst du ein Nacktbild. Wahnsinn. Von, ja gut, du kannst ja einfach jemanden googeln, ne? Nacktbild, Google Bilder. So. Bitteschön, ein Nacktbild. Nacktkatze. Von einem Suringer, bitteschön. Siehst du schon wieder? Da redet einer. Du hörst da rascheln. Oh, da redet einer. Du murmelst irgendwas, ne? Hab ich doch gesagt. Nee. Ich hab da, zumindest hab ich da einen gehört. Ja, und das ist also reden. Theoretisch kann er wer reden. Er hat aber nicht geredet, also sag nicht, da redet einer. Ach, halt doch die Fresse. So, ich spiel jetzt da. So klug scheißt man nämlich. Geiler Arsch. Wackelarsch, Hallöle. Na? Was? Wie geht's? Arsch. Alles klar? Ich hoffe, es ist alles klar. So heißt einer, oder was? So heißt einer, tatsächlich, ja. Oder eine, das weiß man nicht. Ich hoffe, eine. Aber man weiß es eben nicht, ne? Hab gehört, du stehst auf Ärsche. Solange sie weiblich sind, schon. Von wem hast du das denn gehört, sag mal? Ist doch egal, Loch ist Loch. Ja, nee. Die männlichen, die sind, also ich arbeite ja mit mehreren älteren nackten Ärschen zusammen, ne? Die sind ein bisschen unappetitlicher. Also so egal ist das nicht. Nami die Katze. Komm her. Ich schieb dich da durch, du. Bitch! Schade. Hat mir das mal gesagt. Ach, guck mal, und woher weiß das mal das? Der hat mich das boah, nicht da, gefragt, ob ich Alter. Auf Ärsche stehe. Ich meine, wer steht nicht auf Ärsche, ne? Der fliegt die ganze Zeit. Du bist ein Arsch. Du Garkusch, was macht der, ey? 100 Meter in die Luft fliegen. Dann erstmal. Er hat eine Deluxe-Erweiterung in seinem Markt. Kann er einfach so die ganze Zeit umschalten, weißt du? Ich dachte mir ehrlich. Siehst du, da fliegt er schon wieder. Ich dachte mir ehrlich gesagt schon, dass das kein neuer ist, weil, ne? Das wäre auch sehr suspekt gewesen, ja. Hey Steffen, geh mal weg. Also, ich hatte ehrlich gesagt den Jerry in Verdacht natürlich, weil der hat das schon mal gemacht, ne? Ich sag nur Gerkapo. Gerkapo. Ja. Und vor allem ist er ja hier auch gar nicht im Spiel, deswegen könnte das sogar sein. Komm schon! Geh da rein! Ja. Okay, nice! Oh, Pazzi. Lässt mich wieder. Und der Black Wolf auch noch. Lasst mich hier wieder alleine, weißt du? Oh ne, da ist ja noch einer. Wer ist denn da? Der Bullet, natürlich. Den hab ich ganz vergessen. Was machst du denn? Och nee. Mach bestimmt jetzt irgendwas Böses. Oh.
Ist irgendein Moderator parat, falls der irgendwas Böses macht? Wow, das war... Wow, Steffen? Das war knapp, war. Ich muss leider schon schlafen, entschuldige, aber meine Mama gibt mir sonst Ärger. What the fuck, du hast Geburtstag, ey, da kannst du machen, was du willst. Also gute Nacht, meine Süßis, hab euch lieb und gute Nacht. Einmal gute Nacht in einem Satz. Also, wenn ich jetzt Deutschlehrer wäre und das ein Aufsatz wäre, ne, dann würde ich da einen Fehler anstreichen. Danke nochmal für das Ständchen. Ja, kein Ding. Langeweile lebt. Wahrscheinlich Smile. Och, nee. Smile. Was? Unser Mate-Mod kickt mich. Was? Das musst du nicht machen. Oh, nee, das ist... Sowas liebe ich ja auch, ne? Und deswegen meine ich, die Abozahl ist eigentlich nur eine Zahl, ne? Weil ich denke mal, dass es jetzt hier der geile Wackelarsch, der Smile war, der jetzt hier dreimal lustig Kurvelenser Schenkische abgespielt hatte. Ne? Noch einen schönen Geburtstag übrigens, Ricky. Geht jetzt schlafen. Wünsche ich ebenso. Genieß deinen Tag. Aber merkst du was, no. Steffen? Hm? So viele Abos wahrscheinlich von einem. Jo. Fake Place 81, Hallöle. Hi. Lustig. Ja, jetzt dreimal hintereinander, das kann kein Zufall sein. Viermal hintereinander. dieses Lied. Und noch einer. Okay, mal neuer. Oh je, Mini. Scheiße, ich allein diese Moves machen. Milliarden. Bitte. Ich höre nichts, die Musik ist so laut. Oh nee, das hatte ich ja geschrieben. Ja, weißt du, man sagt dann hier, ey, wow, du hast ja bald 500 Abos und dann sind das nur 3 mit wie vielen Kontos, weißt du? Ja. Ich meine, Dankeschön für die etwas höhere Zahl jetzt, ne? Finde ich gut, vielen Dank. Ja. Könnt ihr beim Steffen drüben auch machen, dann freut er sich. Der hat übrigens auch ein lustiges Lied, also geht mal rüber. Das ist kein Lied. Natürlich, das ist ein Lied. Gehört zu einem Lied, also ist ein Lied. Es gehört zu einem Lied, aber der Ausschnitt ist kein Lied. Das gehört aber zu einem Lied, das ist innerhalb des Liedes. Heute Nacht träumt er alle davon. Heute Nacht sitzt er im Bett. Ach, schön. Wirklich. Heute Nacht könnt ihr alle nicht schlafen, weil ihr ständig dieses Lied im Kopf habt. Lustig geworden. Scheiße, ey. Oh Mann. Ist das behindert, ey. Scheiße. So, und den ganzen Spaß, den machst du jetzt noch beim Steffen. Dann gehst du dem mal ordentlich auf den Sack. Das wäre doch schön. Okay. Mit Schraube, Steffen. Hast du die Schraube locker oder was? Wieso macht man sich so viele Konten? Ich kapier's nicht. Sag, es steht in der Videobeschreibung. Da ist der Link. Kurbel in der Schengelchen wird sein. Dankeschön, Bermuda-Dreieck. Hey. Och, Lotte, hau mal ab. Insgesamt 67 Accounts. Na, herrlich. Da kannst du ja alleine jemanden die, weiß ich nicht, 500 Abos zum Beispiel geben, ne, wenn ich jetzt hier die 433 gehabt hätte, ne, dann du, hey, ich hab 67 Konten, ne, dann mach ich ihm doch mal die 500 voll. Bloß nicht. Bitte mach das nicht. Oder du machst das und machst bei jedem die Abos privat. Das wäre doch gut. Da hat man nicht die Musik. Weil 67 Mal lustig. Nee. Also, dann geht das irgendwann auch einem auf den Geist. Och, Fuzzy. Und Black Wolf wieder. Wieso sterben die zwei so früh immer? Ich meine, ich bin in den ersten zwei Runden auch so früh gestorben, aber ist schon auffällig, ne? Echt? Genau, dann gehst du jetzt zum Steffen und machst den ganzen Spaß eben auf, ne? Tschüss, was? Nami! Nee. Oh, jetzt bin ich wieder alleine. Hau ab! Lila Plage da.
Lass mich rennen! Steffen! Och, Steffen, ich alleine, komme! sagte er gerade. Steffen, du kriegst gleich Besuch. Von? Vom Bermuda-Dreieck, von Jerry Cannibal, von Fake Place, von Geiler Wackelarsch, von Kingsmile und wie sie alle heißen. Geiler Wackelarsch, oh Scheiße, Mann. Übrigens, Passi, haben wir noch keine. Oh doch, wir haben einmal gewonnen. Wann haben wir denn mal gewonnen? Eben, die Runde. Hä? Oh, gar nicht mitgekriegt. Wahrscheinlich, weil ich den Kopf voll hab mit lustig Kovalenzer Schengelchen und so. Schau mal. Sugar Crush hat das Spiel verlassen. Verlassen. Nee, ist alles die Accounts von Jerry oder was? Hm? Ist alles Accounts von Jerry oder was? Nö. Homo King, hallo, guten Tag. Ach doch, schon das Match rum? Oh, schade. Ja. So, Steffen, dann such dir mal ein Deathmatch aus, wo der Chico mitspielen kann. Wenn der überhaupt noch da ist, den habe ich lange nicht mehr gelesen. Doch, doch. Ach, herrlich. Hauptsache, er kann auch beitreten. Mhm. Habt ihr den überhaupt als Kumpel? Bitte? Habt ihr überhaupt als Kumpel? Könnt ihr Freunde? Ja, ja. Letzter. Ach nee, ist das schlimm. Oder bei, oder bei Raids, ne, zwischen YouTubern, da finde ich das auch ganz traurig irgendwie da. Nee, abonnieren nee. Alle, die da zugeschaut haben und dann bleiben vielleicht zwei. Fuck, ich wollte gerade sagen, also ich bin bei ein paar geblieben. Du bist bei ein paar geblieben, ja. Und die, die bei dir ständig Raids gemacht haben, deswegen hast du ja die 206. Wo sind die? Das kannst du so nicht sagen, ja. Was ist das denn, Fahrrad? Und dann was? Ein Mädchenzeichen? Verstehe ich nicht. Fahrradfahrer und ein Mädchenzeichen. Also ein Frau- und weibliches Zeichen. dieses Kingsmiler hier, Steffen Hallöle, hi. Jetzt na? Geht's los, Steffen. Jetzt geht's los. Jetzt ist ein Smiley. Nee. Jetzt geht's los. Ich brauche hier keine 7 los. Trilliarden Abonnenten. Nee, sind ja keine 7 Trilliarden, sind ja nur 67. Trilliarden. So, was war's? Rockstar von. Oh, Alter, also Rockstar. Ja, dann Fahrrad und ein männliches. Ein Maßzeichen. Aha. Ja, Sprit für Mensch und Auto. Steffen, machst du dann eine auf? Oder mach ich? Ja, mach ich. Eine auf. Du bist wahrscheinlich ein bisschen früher fertig. Was hast du für einen schönen Sound? Moment, es gibt keinen Sound. Es gibt einen Sound. Es gibt keinen Sound. Übrigens, Justin, a.k.a. Bermuda Dreieck, a.k.a. Homo King, a.k.a. Geiler Wackelarsch und wir haben auch Donation Sounds. Korrekt, die fangen aber erst bei 1000 Euro an. Ja, also wenn du die hören willst, dann, ne? Dann musst du, so. Dann musst du dir was einfallen lassen. Was für ein Modus, du hattest eben gesagt Deathmatch, ist das in Ordnung? Steht das noch, ja? Ja, ist doch 2 bis 6 doch in Ordnung. Naja, wenn jetzt hier der ganze Haufen kommt. Also. Egal, also wenn wir jetzt voll sind, ne, dann muss einer gehen, weil Chico hat sich das gewünscht. Also das ist ein ganz normales Deathmatch, ne, so wie du eben beschrieben hast. Du bist ein würdiger Devil. Das sagst du heute noch öfter. Das stimmt. Das, okay, komm das jetzt, lädt noch, stimmt. Alles klar. Wir warten auf dich. Hast du gehört, Horst? Wahres dran. Er schreibt gerade, ich kann ja donaten, aber dann wieder zurückziehen. Das kann er machen. Oder du kannst donaten und es dabei belassen. Und ich transferiere, das kannst du nicht, weißt du warum? Das geht auf 5 verschiedene ausländische Konten erstmal, das wird immer hin und her überwiesen. Da ist er, der Prinz doch. der Jerry wünscht sich alle Waffen, also im Besitz, aufnehmbar.
Aber Steffen, sei dir bitte bewusst, dass dann hier Granaten und Raketenwerfer und Scharfschützengewehr. Ist doch egal. Ja, jetzt hast du nur Feste. Jetzt spielen wir alle mit abgesägten Schrotflinten, aber es ist von mir aus auch gut. GTA ausgemacht. Okay, Nami. Was muss man da machen? Lotte, was ist ein Deathmatch? Also, ich bitte dich. Da tötest du alles, was rot ist. Fertig. Wer als erster 20 Kills in 10 Minuten oder die meisten Kills in 10 Minuten gemacht hat, hat gewonnen. Ist noch ein Platz. Und ich kipp jetzt noch was zu trinken ein. Jerry, es ist noch ein Platz. Aber wenn du kommst... Er kommt doch. Ja, siehste? Chico schreibt, bitte ohne Exklusiv. Danke, das kannst du... als ob die sich dran halten, weißt du? Der Jerry, der läuft doch bestimmt hier gleich mit einem Raketenwerfer rum. So. Ja, dann mache ich das halt wieder weg. Nee, mir ist es ja egal. Nur Chico hat gerade gesagt, ne? Bitte ohne Explosiv. Dann nehmen wir fest, wenn sich jeder dran hält, dann ist doch schön. So, aber Arschlecken, jeder dran? Feierabend, hm, weiß man nicht. Ja. Also fest und aufnehmbar ist am fairsten, weil die Lotte, die hat vielleicht auch nicht alle Waffen, ne? Fairsten oder fairst jetzt nicht? Ja, Jerry, du machst jetzt ohne, weil es aus. Deswegen. Okay. Enttäusch mich nicht, Lotte. Ach, wobei, ist aber mir, das hätte mir egal sein können. Und Chico, dir jetzt auch egal sein können, weil du bist auch bei mir. Und Jerry, Mäuschen. Tut das denn? Wie kannst Jerry du denn? Wieso hab ich dann Helm auf? Oh, das muss ich gleich ändern. Ich hab Motorradhelm auf. Das ändere ich jetzt direkt. Du musst nicht traurig sein. Komm hier, im Lederjäckchen. Du bist ein kleines Schwein, du kleines Mäuschenlein. Was dann jetzt? Ein Schwein oder ein Mäuslein? Chico, wenn man... Der hat einen Helm auf! Oh, ich liebe das! Chico, aufgenommene Granaten, sind die auch in Ordnung? Oder weil du gesagt hast, keine Explosiv, aber ne? Boah, diese Kingsman Helme. 18. Jetzt geht das ab hier. Ja, ja, jetzt geht das wunderbar ab. Sieht die Helme aus, dann reden wir weiter. Nee, ich meine gerade mit den Dingens, mit den Abos. Achso. Hab ich abgesetzt. Dankeschön, Jerry. Vielen lieben Dank. Oh Gott. Hab dich lieb. Du weißt ja, wie ich sowas liebe. King Kong. Oh, King Kong hat mich aber auch noch nicht abonniert. Der geile King 18 hier 3. Ja, egal. Okay, also aufgenommene Granaten gehen. Alles klar. Weiß ja, da kannst du ja auch nicht verhindern. Ja, doch, indem man einfach sagt, nee, die nehmen wir nicht. Ist mir scheißegal. Der... Chico, ziehst du bitte den Helm auf, aus? Danke. Hat er doch. Ihr seid alles würdige Devil. Bermuda-Dreieck auch. Stirb doch und halt die Fresse. Danke, Smile Army, für dein Abo. Scheiße, Mann, was ist denn da los, ey? Alter, wie schnell wechselten denn die Accounts? Shati, 9, 4, 2, 3, 3. Der hat die alle gleichzeitig aufstellen. Was? Ja. Geiler Fackelarsch. No Hand Robin, bist du das auch, Justin? Oder... Dankeschön, du bist ein lustig korpulenter Schenkelchen. Hey, whoopala. Guten Tag. Was ist er denn? Da, oh. Hinter dir. Ach, da. So, jetzt darfst du mit jedem Euro spenden. Homo King, ey. Alles Gute zum Geburtstag, hey, und aber auf Geburtstagsgeschenkbasis. Dankeschön, aber ich habe leider nicht Geburtstag. Die Geburtstag hatte, die ist leider schon weg. Aber trotzdem vielen lieben Dank. Du kannst ja trotzdem das Abo nutzen, ja, um dann in einem anderen Stream, wenn das Geburtstagskind dann wieder da ist, ihr dann nochmal alles Gute nachträglich zu wünschen. Das geht dann natürlich auch, ne? Ficker. Das war mit der Piste, Steffen. Nein, gerade ist keiner live.
Und du brauchst das Ausrufezeichen übrigens nicht schreiben, ne? Du brauchst nur PSN schreiben. Ach, hockt der da auf dem Dach? Mhm. Oh, ich habe 16 Granaten. Warum nutze ich die eigentlich nicht höher? Schon mal eine. Oh, wieso dreht er sich denn nicht mehr? Kevin Wolter, hi. Oh, No Hand Army. Wird das jetzt ein Raid? Boah, los Leute, nicht, dann geht das ja gleich schon wieder los hier. Mit den Liedern. Jetzt vorbei. Wertvollster Spieler! Und trotzdem verloren. Trotzdem verloren. Dann nützt dir das auch nichts, wenn du wertvollster Spieler bist. Aber das ist dann eben, ne? Ich hätte gewonnen, aber mein Team. Ne? Ja. So. Ja? Sprich es aus. So, gefällt mir. Oh, war aber so knapp, wertvollster Spieler. 089er KD. Ey, zeig mal KD. Ja, ja. Aber oh, ich bin dafür 0,00 dreimal so oft gestorben wie der Jerry, also. Ja. Nee, jetzt mach mal Deadline. Ja, stimmt, ja. Passi, wie lange hast du Zeit? Ganze Zeit. Hä? Ganze Zeit? Bis ich müde bin. Die ganze Zeit hast du Zeit? Cool. Na dann. Vielleicht machen wir nach Deadline noch ein bisschen, weil 3 Stunden, Steffen, das war ja jetzt, also, ne? Das ist was Kurzes und Knackiges. Ja, aber das ist ja kein Kurz und Knackig, so das ist ja, was. Ja, aber wir, 3 Stunden, immer. Also 3 Stunden ist schon kurz und knackig, aber da ist kein Kurz und Knackig. Ich habe auch, glaube ich, schon mal 2 Stunden gemacht, und? Ja, das ist ja dann kurz und knackig und das ist ja auch dein Problem. Aber 3 Stunden, ich bitte. Nö, mein Problem ist das auch jetzt nicht, ne? Ich gehe mal schlafen. Ich glaube, deine Eichel hat sich ein bisschen verhakt, du. Alles klar. Also das einzige Problem ist jetzt momentan, dass ich Hunger habe. Also das habe ich auch. Ich glaub, deswegen könnte ich jetzt nicht noch 3 Stunden, aber so ein bisschen, weißt du. Aber gucke mal, Ricky haben mal ein Lied gesungen. Mhm. Das, was wir erreichen wollten, haben wir erreicht. Mhm. Und gucke, sie ist nicht mehr da. Mhm. Also ne, wegen Geburtstagsstream. Mhm. Wenn Geburtstagskind nicht mehr da ist, dann kann man ja auch aufhören, weißt du? Mhm. Aber wenn noch Kuchen da ist, zum Beispiel, ne, bei der Geburtstagsfeier, dann bleibst du ja noch, um den Kuchen aufzuessen. Also so mache ich es zumindest. Gut, dann, was? Ich bring dir 10 Kuchen mit zur Gamescom und die frisst du alle. Kein Problem. Die isst du alle weg. Ja, kein Problem. Ich meine, wie groß sind die, Steffen? Große. Ja, wie groß? So richtige dreistöckige Hochzeitstorten oder was? Stinknormale Torten. Mm. So gut größer. Nice. Oh, ich habe gerade auf mein Handy eine Benachrichtigung bekommen. Homo King hat deinen Kanal abonniert. Ich meine, da kriege ich wahrscheinlich sowieso. Und wieso hörst du da keine Musik? So. Hab ich doch. Achso, ja gut, okay. Wahrscheinlich kriege ich dann. Zuckerschock und. Würdiger Dibbel, bist du ein würdiger Dibbel. So verführst du richtig. 20% auf Mode. Steffen, machst du ein Dings auf, ja? Oh, ernsthaft? Einen Moment mit Deadline, sagt Jerry. Warum? Aber wenn ich das Spiel sehe, so leid. Jerry, wenn so viele Jerry spielen wollen, wenn so viele Deadline spielen wollen, wir haben jetzt Pazzi, wir haben Steffen, wir haben mich. So. Da müssten alle, die jetzt noch mitspielen wollen, sich um den 4. Platz prügeln. Also, bitte. Wieso? Um 2 Plätze, um 3. und 4. müssen sie sich prügeln. Wieso? Pazzi, du, ich. Jo, gut, wenn Pazzi zu spät kommt, weiß man ja nicht. Ja. Ich meine nur, das wäre ein bisschen kacke, wenn der im TS ist und nicht mitspielen kann. Ne? Sagt doch eh nix. Ja, okay, das ist auch wahr. Voll gedisst, Alter. So, was wollen wir? 1 bis 7. Wie du magst. Wie du magst. Haben die jetzt alle Pazzi keine Hände, Robin? Die Armen. Alle, das sind alles No Hands. Wie tippen die denn? Mit der Stirn auf die Tastatur? 1 bis 7. Jo. Ja. Oder Sprachbefehl.
Siri. Die vier hast du gesagt. Schreib bitte. Ich wurde auserwählt. Namen, von dem Herren des Himmels eröffnete mir die Tür. Seid ihr gemein? Warum das denn? Warum sind wir dann gemein? Ey, ich muss mal kurz hier. Ah, mit den Füßen. Oh, das ist geil. So. Der Jerry. Wisst ihr, warum wir noch warten sollten mit Deadline? Hm? Nicht irgendwie, weil der Jerry mitspielen will oder so, ne? Sondern, weil der nochmal wie viel? 500.000 bezahlen wollte. Nur um mich und meine Oppressor zu erledigen. Ach so. So, ich lade dich ein. Oida, da ist es da. Ja, ehrlich. Wenn ich denn nicht. 3, 2, 1, go. Das heißt, wenn ich die jetzt nicht annehme, dann bin ich auch nicht da. Das ist korrekt. Geil. Weil jetzt wollen ja alle jetzt kommen. Ja, wahrscheinlich. 57 da. Ey. Ich fühle mich geehrt, Jerry Mäuschen. Vielen Dank, dass du zweimal $750.000 für mich ausgibst. Wie viel sind das in Shark Cards? Wie viel Real-Life-Geld? Ich glaube 100 Euro und dann bekommst du, glaube ich, 10 Millionen. Wenn Angebot ist. Ach so. Orbital-Kanonenschüsse, jetzt im Angebot. Nur solange der Vorrat reicht. Nein, die Shark hast du auch. Ja, aber damit sind ja auch dann die, ne? Weil es die ja dann billiger gibt. Verstehst du? Nee, gibt es nicht billiger, kostet genauso viel. Wenn die Sharkards doch im Angebot sind und man weniger Geld bezahlen muss, um genauso viel Geld zu bekommen. Wenn du es runterrechnest wieder. Ja, wenn du es wieder runterrechnest. Dann, ne? Sind ja eigentlich die Orbitalschläge in der realen Währung die billiger. Nein. Wohl. Nein, die kostet trotzdem das Gleiche. In der realen Währung, du ist Penis! Ist doch scheißegal, ob real oder nicht real. Du Penis! Das Gleiche. Du bist weniger ein Penis. Weniger kostet es nur dann, wenn es anstatt 750, 799 kostet. Ja, Passi schreibt Orbitalkanone nur für 9,99. Wie schreibst du Karnone? Okay. Oh fuck. Oh, nicht die Map schon wieder. Oh nein. Ja, wer war denn der Host? Scheiße. Ja, wir hatten gesagt 4. Achso, weiß ich nicht. Wir hatten gesagt 4. Achso. Okay. Eher gehofft auf Leuchtturm oder. Ja, dann sag halt Leuchtturm. Aber die. Oder guck, welche Map, welche Zahl die. Oh nee. Och nee. Komm. Dann guck das nächste Mal, welche Zahl die Lieblingsmap ist von dir, ne? Und dann sagst du dann das nächste Mal einfach, ja, Ninji, haha. Hey, Steffen. Ui, ich dachte, du fährst auch in dein eigenes Licht ran, das wäre toll. Nö, das mache ich früher oder später noch. Mit Sicherheit. Wow, was wird da noch 10 Leben? Ich habe mir ein eigenes Leben genommen. Nee. Wow. Doch. Hier bekomme ich nie, ihr Schweine. Fahre ich einfach jetzt hier lang. Oh fuck. Wegen deinem geiler Wackelarsch. Diese Lache ist lustig als der Name. Das hat mich auf ein Lied gebracht. Ach, jetzt habe ich einen Ohrwurm von dem Lied. Und nicht mehr von Koblenzer Schengelchen. Hey! Nice, Dankeschön dafür. Gleich kommt's wieder. Muss ich gerade ernsthaft überlegen. Canta y no llore. Porque cantando se alegra. Oh, das ist ein Selbstmord. Yippie! Los corazones. Ich bin aber nicht immer nicht gefahren, Steffen. Die Lotte, gell? Nix in GTA Kansel, aber Deadline. Und das auch nur ab und zu, aber trotzdem. Aua! Steffen! Heide Röschen! Also da wäre ich eigentlich, wenn man das mal so objektiv betrachtet, da wäre ich eigentlich tot. Also der Klassiker, ja. Dann probier's doch nochmal in Zeitlupe.
Zeit, dass die Lotte mal stirbt, oder? Was meinen doch? Lass sie doch auch mal gewinnen. Lass sie doch wenigstens einmal gewinnen. Die hat schon das letzte Mal gewonnen, das ganze Match sogar. Wieso machst du sowas? Ich dachte, du fährst da links in die Röhre. Du sollst das Denken den Pferden überlassen. Wir haben einen größeren Kopf! Oh, den Spruch habe ich noch nie gehört. Ist der neu? Ja. Nee, mit Perücke. Ha, ich wusste, dass das kommt. Du bist so lustig, Steffen. Bin manchmal berechenbar, ne? Berechbar. Die Nami hat keine Isis mehr. Oh je, Mini. Ja, und jetzt? Frage ich. Ja, keine Ahnung, wo jetzt das Problem ist. Ich habe nicht einen Isi außer den Classic. Ja, also hast du doch ein Isi. Sag ich doch, ich habe keinen Isi außer den Classic. Bitte? Ich bin schon groß. Komm, Steffen, sing. Kai. Ich hab nur. Was ist das denn, Alter? Was hab ich. Was? Von Lotte gelöscht! Was war denn das? Fuck, ey, das will ich jetzt wissen, was das ist. Nur wegen dem Namen. Nice, Lotte. Nice Aktion. Upsala. Upsala. Das heißt, Lotte hat schon Frist, dann kill ich sie mal nicht. Weil ich nett bin. Ja. Ich bin netter. Ui. Nein! Selbstmord? Ich dachte, bin er nicht. Okay. Ich wäre gestorben. Entweder hey, nicht oder wenn ich. Wenn ich den da lese, ne? Wie die da miteinander schreiben, ne? Ey, da kriege ich die Kotze, ne? Jo. Hey, ich hab das und das. Hey, geil, gib mal her. Und hier, oh, die ganze Garage voll. Ja, so viele Millionen habe ich. Hey, geil, ich habe so und so viele Millionen. Wahrscheinlich alle fair gespielt, hä? Oh, ekelhaft. Ach, was regt sich denn darüber auf? Und ich habe Gefechts-MG, MK2, ohne Rückstoß. Das ist so dumm, ey. Ich liebe es. Ach, das war so dumm. Ich hasse es. Lotte. Oh, nee, ich bin gleich tot. Also, ganz weg. Nö. Wie nö? Nö. Meinst du, das war jetzt absichtlich oder was? Ich gucke hier mehr auf den Chat als auf das Spiel. Ja, oder weil man war so einfach da. Was ist das denn? Lotte, hast du das nicht gemacht? Oh, ich war einfach mal drin. Das ist mir zu gefährlich da. Ah, okay, jetzt machst du da dicht. Verstehe. Nein, machst du nicht. Okay, alles klar. Ja, natürlich, alles Scharkarts. Ja, alles läuft hier mit rechten Dingen, ne? Ja, ja, natürlich. Ja, ich dachte, unser Astro-Boy, der fährt links, aber ist er nicht. Oh. Aber ich habe ihn trotzdem. Schön. Ja, ich habe bis jetzt noch keine Leute getötet. So. Ich bin nämlich nicht frauenfeindlich. Und du willst scheinbar auch nicht gewinnen. Du? Ich habe es bis jetzt nicht bewusst gemacht. Ich bin echt scheiße geworden. Also entweder bin ich richtig scheiße oder... Jo, Lotte ist nicht. Einfach ziemlich gut geworden. Die mag ja Deadline und wenn sie was mag, dann ist sie da auch akzeptabel. Ich hab Miss Lotte. Hey, herzlichen Hoppala, guten Tag. Wo kommst du denn auf einmal her? Ich dreh da auch rum, ja. Weißt du, und auf einmal kommt der Passi mir entgegen. Hallo. Herzlichen Hoppala, guten Tag. Was ist das denn? Was? Herzlichen Hoppala, guten Tag. Was? Du hast gesagt, einen herzlichen Hoppala, guten Tag, hast du gesagt. Also einen herzlichen Hoppala, guten Tag. Halt einfach den Mund. Das merkt man mal wieder, dass du selber nicht weißt, was du erzählst. Steffen, wenn ich etwas anfange zu erzählen und dann etwas anderes passiert, ja? Hoppala ist ein Ausdruck der Verwunderung, der Überraschung, der Hoppala, ne? So, dann ist das, was ich angefangen habe zu erzählen, erstmal weg. Okay? Ja, das war aber ein schöner Zusammenhang. Ja, wunderbar war das. Herzlichen Hoppala, guten Tag. Das ist
Kannst du mir gleich bei einem Glitch helfen, Carsten? Was meinst du, Jerry Mäuschen? Rat mal. Scheiße, ich wollte die Ecke noch mitnehmen, damit ich da hochschöpfe. Da ist doch Kacke. Guck mal, 1, 2, 3, 4. Was ist denn das Besondere an den Izzys? Gibt es da momentan einen Glitch, dass man sich so viele Izzys holen kann, wie man will und die dann verkaufen und dann ist cool oder was? Dass die jetzt alle so nach Izzys schreien. Haha, haha. Oh, ich liebe Tryhards und Modder und Glitcher. Das war knapp, Passi, das war knapp. So, Passi, Liebelein, komm her. Ey! Nee! Oh, oh, wow. Achso, die bringen am meisten Geld, verstehe. Die Izzy Sports wahrscheinlich, ne? Hier kostet 1,8 Millionen. Bringt nichts hier. Was ist da los? Das sind Tryhards unter sich. Geh da bloß nicht drauf ein, großartig, ja, sonst weiß ich nicht. Haben die dich irgendwann in ihrer Gewalt? Carsten, hast du COD geholt? Wow, what? Hä? Okay. Lag. Nicht. Arsch. Lotte, du musst den Steffen jetzt auch einmal löschen. Beziehungsweise das Gesagte von ihm. Da war nämlich auch das A-Wort drin. Du bist doch aber auch Arschi. Hui! Schön, Pasi, schön. Das hat Spaß gemacht. Da ist er geflogen. Oh, Steffen! Oh. Ui, ui, ui! Ach, nein. Jawoll! Double Kill! Okay, fuck, ich bin raus. Wo hab ich der Erste gestorben, also komplett raus ist? Mhm. Tatsächlich. Naja, passt, ich folge auch gleich. Siehst du, sag ich doch. Wie hast du das denn geahnt, Steffen? Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, das lag mir in den Venen. Ich hab heute erstmal mein Kopf wieder rasiert. Schön, ne? Meister Popper. Das Leute hat Selbstmord gemacht. Guck mal, die macht spannend. Gleiches hat Nabilein. Du willst dich wirklich einlassen, ja? Willst du jetzt auch ein Glitcher werden? Okay. Alle Permaband. Die werden einfach alle verdorben, ja. Alle Abschaum. Warte mal, soll ich mal da kurz dazwischen funken? Alle Abschaum. So, pass mal auf, ich geh da mal kurz rein da. So. Wo sind sie? Wo sind sie? Da. Keine Sorge, Justin. Man muss ein bisschen reininterpretieren. Ja. Und dann muss man raten. Und dann hat man mit etwas Glück auch das richtig geraten, was du auch ausdrücken wollte. Das ist manchmal nicht so einfach, aber so, kein Problem. Ja, einfach mal fertig machen. Gib denen alle mal 5 Minuten, Steffen, bitte. Alles klar. Dankeschön. In meinem Chat wird nicht geglitscht, Bitches. Tatsächlich, das ist ein Jerry. Ah, herrlich, schön. Dankeschön. Ja, das stimmt, Passi, da gebe ich dir recht. Ja, gut, wenn du den geilen Wackelarsch 5 Minuten gibst. Ja, dann kommt er mit dem kommt er mit dem anderen wieder. Oder, Account rein. Oder weiß ich nicht, was der dann macht. Guck mal, der bettelt ja richtig. Der hat bestimmt irgendwas vor. Deswegen lass es lieber. Okay. Komm schon, Lotte, stirb, jawoll!
So, 2 Minuten 40 überleben. Alles klar. Hallöle! Siste. Hi. Oh, ich liebe es, ey. Leute. Wärst mir sehr böse, wenn ich jetzt gleich irgendwie dich töte oder so. Komm. No risk, no fun, bitches! Jawoll! Alter! ganz genau, King Smile. Hier. Ich komme leider schenken. Was sein? Wer war denn diesmal? Weiß ich nicht, hab ich übersehen. Tut mir leid. Kann so beschissen lesen. Echt? Guck mir so viel nach. So. Oh. Die Kühnchen zu spät. Da ist es ja noch spannender jetzt als eben, Mensch. Ich kann es dir nicht sagen. Guck mal in meinen Chat. Klassikfilm. Das wird Klassikfilm gewesen sein. Guck mal in meinen Chat, Steffen. Wie was? Oh, Lord. Was machen die denn? Ich kann es dir gleich sagen, wie die Steuer. Hallo, Gerkabo. Ich hasse sowas, ey. Das ist so schrecklich. Ich wollte das mal so doppelt nehmen, kann den Namen, ne? Ja! Sieg! Team-Account? Ja, das ist so von meinen. Von meiner Truppe ist das. Nami, wie kannst du nur? Ich bin schwer enttäuscht von dir. Gib mir 2 Minuten. Vielleicht kommt er mit Steffen Devil Legend an. Also, TIEFOX. TIEFOX, was ist das denn? Das ist TIEFOX, das ist doch also, was ist das? Peinlich. Das ist doch echt peinlich. Okay, minimal aus. Alter, Freddy, du kannst den Namen nicht mehr richtig aufschreiben, Alter. Was ist das? Mein Kollege, der schneidet für mich Videos. Klassikfilm heißt er. Mhm. Ey, das ist unser Team, Dings, da steckt Dings hier, TIEFOX steckt da hin. Ach, herrlich. Steckt da noch ein. So. Mann! Diese Hacker hier. Dum, dum, dum. Schlimm. Boah, hat Lotte seinen Namen da reingeschrieben? Aber ich meine, der ist ja sowieso sichtbar. Ne? Na gut. Ah ne, für Lotte brauchst du keine Frau, Gerkabo. Ja, das ist aber wahrscheinlich Jerry. Weil ich habe gerade mal überlegt, okay, wenn das jetzt der Justin ist, woher weiß er, dass ich alt bin? Aber das wird dann Jerry sein, denke ich. Hoppala. Hi. Ah, ich stehe da drauf. Was? Hard Boy? Das würde auch nur Sinn ergeben, Steffen, weil du ja dem 5 Minuten gegeben hast, ne? Und deswegen. Ja, das ist verständlich. Ich deswegen, 5 Minuten ist immer gut. Deswegen braucht er. Nee, aber deswegen braucht der Jerry ja jetzt irgendwie einen anderen Namen. Ne? Ja, ich kann auch Permaban geben. Okay. Mach das. Alles gut. Was mache ich am besten gleich dann mit dem Namen? Wenn der Jerry wieder mit Jerry Mäuschen schreiben kann. Gerkabo ein Dauerban. Natürlich kann man mitmachen, allerdings sind wir jetzt hier gerade schon am Ende. Aber gerne beim nächsten. Oh fuck, was war das denn, ey? Das mach ich mal gerade. Jerry, sind die 5 Minuten wieder rum? Kannst du wieder mit Jerry Mäuschen schreiben? Weil dann würde ich einmal den hier machen. So, ich hoffe mal. Das ist Steffen Devil Legend. Hallo, haha. Ah. Warum können wir nicht normale Leute im Chat haben eigentlich, Steffen?
Kannst weiß du mir ich das nicht. Mal sagen? Steffen Devil Legend wurde von Steffen Devil Legend ausgeblendet. Und direkt der nächste. Ach, ist das so. Das ist doch dumm, ey. Hat jemand Langeweile? Ja. Oh. Abgründe tun sich auf hier. Ich merke das schon. Und ich dachte, ihr seid einigermaßen normal. Der war gut damit. Bei mir schon wieder einer, bin normal. Das passt sich ja gerade. Oi, oi, oh, pff, wow, okay. Von mir aus. Oi, oi. Oichi, 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 oichi. Scheiße, das ist Cherry so ein... Boy Sims 2. Oh, fuck. Warum spring ich denn da rein? Ach. Oh cool, ich bin ja in Führung. Sollen wir das Match schon beenden? Oder wollt ihr noch ein paar Runden spielen? Okay. Erstmal mach ich Leute, Alter, warum leuchtet die so aggressiv grün? Das ist richtig. Ne? Boah, ich hab sie vernichtet. Geil. Hey Jerry, sag mal PSN! Ja, also das die haben sich jetzt gefunden, die beiden. siehst du, so kann das doch mal funktionieren. Nee, Leute, so nicht. Nicht mit mir. Try harder unter sich! Boah, ficken! Alter, was machst du denn hier für Geschichten? Oh, fuck. Gott. Ich hab auf den Chat geachtet. Oh Mann, ey. Ja, bin immer noch in Führung, alles gut. Also, noch. Lotte! Du alte Karotte! Wow. Das weiß ich leider nicht, Jerry Mäuschen. Der heißt ja jetzt nicht MK2 Daniel, sondern nur noch Daniel. Ne? Ja, treffe ich. Also da, oder? Oder waren das andere? Nee, Daniel GTA heißt jetzt nur noch Daniel. Wer MK2 Daniel ist, hab ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Ich dachte, du meinst Daniel GTA. Nö. Was? Oh Gott, sagen, ey, stirbt doch. Nee, oh. Was? Weit. Ja, jetzt einfach, ja, einfach nur, ich gucke gleich mal, okay? Hast du da jetzt etwa einen normalen in deinem Chat, ja? Bei den ganzen neuen weiß ich es nicht. wäre mal eine Abwechslung, oder? Neben den ganzen Gerkawos und Jerry Mäuschens und Steffen Dev Legends und so. Wird bei dir immer noch Tryhard hier diskutieren? Natürlich. Ja gut, die haben sich jetzt, also PSN-Namen wurden jetzt ausgetauscht, jetzt kommunizieren die privat über PSN. So, jetzt bin ich wieder da. Komm her, Passi! Komm her! Oh shit. Wir sind nicht in der Party, wir sind im Teamspiel. Hier, wenn ich hier eine Party geben möchte, bin ich in der Party. Müsste ich, wenn das meine, erstellen. Ist denn? Jerry Mäus ist sogar in der Party mit irgendwem. Ja, rat mal mit wem. Wer kann das nur sein? Ich bin doch gehypt. Du weißt doch, gehypt. Oh nein. Fuck. Die Lotte, gell. Eiskalt. Eiskalt, das Mädchen. Jerry ist mit drei anderen in der Party. Mit drei anderen. Jetzt die 1 Million Euro Frage. Wie viele von den Partymitgliedern sind Tryhards? A. Alle. B. Drei. Oder C. Alle. Weiß es nicht. Teamspeak? Warum nicht? Was ist los? Ich
Steffen, wo sagst du jetzt was zu? Moment. Aber ich Moment. Die sind eh gleich offline. Sprech doch erstmal mit den anderen, die im Teamspeak sind, das ab. Bitte. Statt einfach irgendwas zu entscheiden. Welcher Raum ist denn das? Ist das deiner oder ist das meiner? Aber ich bin da auch drin. Und ich könnte dir ja meine Meinung auch sagen und wie schön ich das finde und... Ah. Ich wurde moved. Hallo. Hi. Na? Alles klar? Ich hab da kurz mal einen Ausflug gemacht. Wo war ich denn? Ich weiß gar nicht, wo ich den Ausflug hingemacht habe. Passi und ich haben gerade gesagt, es dürfte jemand dazukommen. Also. Jo, du warst leider nicht da zum Abstimmen. Für die nächsten 7 Minuten. Wenn das jemand Normales ist, gerne. Och, warum war ich denn hoch? Ich bin kein Spielverderber. Nein. Ich bin ein sauberer Spieler. Ich wasche mich des Öfteren. Wirklich? Nein, Leute. Widerlich. Sehr gut gemacht, Steffen. Danke sehr. Passi, warum bist du nicht gestorben? Sollte er. Ach so, Jerry. Der war ja nicht mal nah an deinem Licht. Ja, hätte trotzdem machen können. Auf der Jetzt schlafen. Gute Nacht. Dankeschön, Chico, dass du mal wieder da warst. Es hat mich gefreut, dich nach so langer Zeit mal wiederzusehen. Das stimmt. Dann, ich weiß noch an dem Best of. Bis zum nächsten Mal und schlaf gut. Also ich hoffe mal bis zum nächsten Mal, ne, dass es nächstes Mal geben wird. Und gute Nacht. Oh, du also, Gerkabo. Naja, wer sonst? Na, nicht Chico. Das ist mein Boost. Komm, zieh den Scheiß doch ein, da! Oh. Dominiert mich. Mhm. Macht die jetzt schon wieder einen auf Sarah hier? Ich wollte die ganze Zeit im Kreis. Nami, dieses Konto, das kenne ich. Ich weiß es nicht. Was war das denn, Alter? Mann, ey! Macht das voll mit Absicht, merkt das? Regt sich gar nicht auf. Oh, das, wie gefaked das ist. Wie gefaked das ist. Wie gefaked das gerade ist. Steffen, bitte. Ich bin gerade erst wieder... Das war nicht gefaked. Das war nicht gefaked. Das hört man an der Stimme. Hä? War das war voll gefaked. Oh nein. Oh, Lotte. Oh Gott. Sie hat mich getötet. Wie dramatisch. Nein. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, worauf du anspielst, aber... Ich wollte darauf anspielen, dass du gerade das voll simuliert hast. Und mit Absicht gemacht hast. Damit ich ja noch eine Runde mache. Nee. Arschloch. Nee, Steffen. Ich hätte lieber gewonnen. Was du dir einbildest, was du weißt. Was, ja, das hast du nicht. Das, ja, hast du nur gespielt. Hast du. Ja. Nee. Ja. Du teilst uns dabei. Bitte? Ich hab einen Chat hier. Ach so. Ja. La la. Och, Leute. Ich frage es gar nicht nach. Ich ignoriere es einfach. Nein, das darfst du nicht. Das ist verboten. Was ist verboten? Das zu ignorieren. Was zu ignorieren? Das, was ich gemacht habe. Was hast du denn gemacht? Oh, fuck. Ich bin schwitzig. Ja. So, Leute. Aber hey. Runde Verlierer. Ich glaube, ich habe auch verloren. Aber hey. Oder? Also dafür, dass ich gerade gestorben bin, ne? Guck mal hier, Runde Verlierer. Hey, immerhin, oder? Also. Ja. Habe ich 2 Runden oder habe ich 3 Runden eingestellt? Das weiß ich nicht.
Spul mal einer zurück, guck mal, ob der 2 oder 3 Runden eingestellt hat. Danke. Danke. Oh, warte mal. Oh, den hat man sogar hier gehört. Gut gemacht, Steffen. Lass das Rektum bitte noch drin. Weil wenn du so kräftig drückst, erzwingen willst, ja, das ist nicht gesund. Ich drücke so dolle, ja. Ich drücke gerade den ganzen Magen mit raus. Unter Umständen, klar. Ja, ist als möglich. Okay. Ah, Ficker. Arschi. Arschi, 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 Arschi. Alles Lied hat's mir angetan. Oh! Was war das denn, ey? Oh, Mann. Das ist der Einzige, der bis jetzt Leben verloren hat, Chef. Okay. Stimmt doch gar nicht, du lügst immer. Ich hab doch grad okay gesagt, weil das, was ich dann schon angefangen habe zu sagen, schon wieder nicht mehr aktuell ist. Steffen. Okay. Pisser. Heute bist du tatsächlich ein kleiner blöder Pisser. Alle 10 Minuten geht er pissen. Blöd. Geht er blöd pissen. Geht er blöd pissen. Nämlich mit dem Handstand auf der Toilette. Yay, dann sieht doch nicht mehr so ein scheiß Kissen und auch kein scheiß Tapete mehr. Dann seht ihr einfach nur noch mich. Oh, was ist jetzt schöner? Wow, ich bin über den Kopf rüber weggefahren. Hast du das gesehen? Das war echt ziemlich erotisch. Steffen, ich finde es besser, wenn man bei dir in der Kamera noch so ein paar andere Gegenstände hat, wo man noch ausweichen kann. Weißt du? Wo man noch, wenn man dich nicht mit den mehr Augen. Wo man, genau, wenn man dich nicht mehr ertragen kann, dann guckt man einfach woanders hin. Aber nur noch dich sieht, weißt du? Oh, lol, was war das denn? Boah. Oh, Leute. Wieso macht Runden, ihr das denn immer? Fahrt da vor den Röhren immer hin und her und macht immer zu. Was soll das? Ich hab zu früh eingelenkt. Passi, hä? Lass doch mal die Röhren hier auf. Damit man auch rein und raus kann. Oh Gott, oh Gott. Oder ist das Sperrgebiet? Sperrzone. Skandalum Rosi. Steffen! Oh, fuck, genau rein, aber zu spät. Ich dachte, den kriege ich. Moment mal. Den hole ich mir jetzt noch. Ja. Was macht denn der Pasi da schon wieder? Wieso, was macht er denn? Ja, guck dir das doch mal an hier. Keine Ahnung. Ich sehe gerade nur Lilla. Das verbarrikadiert hier alles. Du darfst auch gerne in Lila reinfahren. Was? Du darfst auch gerne in Lila reinfahren. Ja, hab ich ja gerade. Nee, ich will nicht, aber es war pink. Oh! Ich dachte, du kommst, Leute. Oh Mann. Oh, Leute, war doch einfach dran. Hi. Cool. Ich springe, bleib an dem Rohr kleben und explodiere. Ich bin doch keine Semtex. Also zumindest wäre mir das neu. Och Mann, nein. Oh, danke.
Ja, Lotte. Ja, ja. Hallo Jerry Mäuschen. Na, denk an Strafe Freunde. Abgesessen vom Steffen. Die ist aber schon lange vorbei. Ja. Weißt du, das ist das erste Mal, dass der wieder mit dem Burger Jerry Mäuschen schreibt. Ja, der war hier bei mir. Du bist, Alter, Leute, du bist so gemein, ne? Oh. Nee! Und du nicht? Ey! Pussy! Ja. Hast du dir aber auch verdient, Jerry Mäuschen? Ja? Die Pause oder was? Mhm. Try hard Glitch-Gespräche in meinem. Also, nee. Bitte. Ja, ist schon. Bist du berühmt dafür? Kommst du bestimmt in eine Zeitung? Nami. Moin Jerry! So, wo waren wir eben? Hier, Glitches und so weiter, ne? Passi, ich fang dich auf. Wer wollte ich sagen? Wollte ich Jeff sagen? So, Lotte, das hast du jetzt auch voll. Lotte soll noch vor mir ins Grab beißen. Also im Spiel. Okay. Ja, okay. Mhm. Alles klar. Oh bitte nein. Oh bitte nein. Oh bitte nein. Ich hab nur noch zwei Leben. Oh, könntest du nicht einen Zentimeter weiter höher hüpfen da? Oh, statt einfach nur stumpf da runter zu fliegen. So wie ich, ja? Ey. Guck, ich seh schon kommen, dann ist das hier wieder verkackt. In den letzten Minuten hier. Oh, warum fall ich denn da rein? Oh. Ja, Typhox, ich weiß auch nicht, was das ist. Das war ein Tod. War das? Ein Tod. Typhox. Wie in den TIE Fightern oder wie in Thailand? Typhox heißt übersetzt Krawattfuchs. Ah, wie Englisch, ah. Thai, okay, alles klar. Hm? Gibt ja mehrere Teils. Alter. Ne? So, Leute, der war gut. Da freut er sich. Da freut er sich jetzt. Da er das gemacht hat. Schön. Bist du stolz auf dich, hä? Kleine Mädchen ja. Umzubringen. Ja. Kleine Mädchen, sie ist erwachsen. Sie ist aber immer noch klein. Ja, gut, okay. Das weiß ich nicht, wie groß sie ist. Ja, weiß ich nicht. Hat es mal erwähnt, wie groß sie ist? Nee, aber die klingt ja so, als wäre sie so ein laufender Meter. Bist du wie die Sarah, ne? Du bringst eine richtige männliche Stimme. Oh ja. Oh ja. Ich bin eine das heißt, es du oder ich? Krass. Ach, du bist ja auch noch da. Wer hat eben gewonnen? Lotte? Lotte hat eben gewonnen, oder? Wie hast du das überlebt? Schlimm genug, Nami. Nein! Alter. Ich bin vom Moped gefallen. Ich wollte aus der Röhre raus, aber der war zu weit in der Röhre. Damit schön. Ja. Da muss ich ja beim letzten Kill gar nichts machen hier. Nee, das war peinlich. Das war peinlich. Und zum Abschluss ein peinlicher Abschied. Und also. Zum Abschied sage ich leise Scheiße. Ja, genau. Koblenzer Schengel. Gefällt mir. Hoch, ja, gut, okay, guck mal, wir haben ja kurz vor zwei jetzt. Ich wollte auch so, ja. Also du hast ja gesagt, ja, so eins, ne, und ich, ja, nee, eins ist ein bisschen, komm, wir machen bis zwei. Und wir haben ja jetzt kurz vor zwei, also. Passt, ne? Ja, mache ich jetzt auch. Ende. So, meine Damen und Herren. Was war das aufregend? Meine Tryharder, meine Glitcher. Und die meine normalen Liebe, Menschen ja, unter euch. Jetzt. Die Menschen, die ich wirklich gerne mag. Ja. Vielen Dank, dass ihr bei der Geburtstagsfeier für Ricky dabei wart. Mitgespielt habt. Und. Hab ich doch gerne gemacht. Für die ganzen Abos. Von einem und bis zum nächsten Mal. Danke für die 1 Million Abos und von einem. Gute Nacht und
bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Auch ich möchte mich bedanken für eure zahlreichen Kommentare. Und gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Arschloch. Auch ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich hoffe, schlaf es hat gut euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Vielleicht gibt es ja beim nächsten Mal wieder bis COD. Ich bin mir aber noch nicht ganz so sicher. Wiedersehen. Schauen wir mal. Gute Nacht. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.